So, der große. Oh. Wir sollen ein bisschen einstellen. Der große Soundcheck. Er fliegt euch das Blech weg. Da lacht er schon. So, wir machen jetzt aber die Musik einfach mal knallhart aus. Und ja, ein wunderschön. Wir müssen uns noch ein bisschen zurechtfinden hier. Ihr kennt das ja. Und heute habe ich einen Gast, also eine kleine Überraschung. Nee, du kannst noch. Das Schöne ist, liebe Leute, ich kann ihn sehen. Er mich ja auch, weil wir über Telefonie sind. Ich schalte dich jetzt einfach mal zu. Ich muss irgendwie richtig einen Knopf finden. Da ist er. Und jetzt gebe ich dir auch einen Sound. Und jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, es klappt, wenn du was sagst, lieber Lumi. Moin, moin, Ja, es sieht ich ganz höre gut aus. dich. Ja, ich pendel das nochmal ein bisschen ein. Ich muss mir nochmal ein bisschen Lautstärke drauf geben, damit ich mich auch schön hören kann. Ein wunderschön. Ja, hier, also ihr seht, heute im Duett-Stream, wir haben das tatsächlich nach dem letzten Mal, wo wir gesagt haben, das war eine Vollkatastrophe mit dem Sound, ne, Lumi? Das hat uns echt gewurmt, ja. Ging gar nicht. Also ging überhaupt gar nicht. Stundenlange Telefonkonferenzen. Katastrophe. Ja, Aber hier, ne? Prost, trinken nicht Prost, vergessen. Trink. Ja, ich habe auch mir schon was hingestellt. Und ja, wir sind heute das erste Mal, ihr seht, wir haben uns dann, oder ich habe mich dann hingesetzt und habe mir neue Headsets besorgt, sodass wir halt unsere Team-Streams einfach vom Sound her besser machen können. Ich hoffe, das kommt auch im Chat draußen gut an. Ihr könnt ja mal ein Feedback geben, wie der Sound bei euch da über die Geräte ist. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle natürlich. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie gesagt, lasst einfach mal ein Feedback da, wie der Sound für euch ist. Ob das Ton super, Ton lese super, ich. das freut mich, das freut uns, oder? Ja, also definitiv, das ist die mit die beste Nachricht. Ja. Ja, finde ich auch richtig, richtig schön. Ja. Ton ist top, sehr, sehr schön. Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich und wie ihr seht, wir bauen auf jeden Fall den Kanal aus. Ihr testet schon fleißig eure Emojis, macht das auch mal. Wir haben viele Neuheiten bei uns in den Emojis. Also wenn ihr uns einfach folgt, habt ihr ein paar schöne Emojis. Ich sehe gerade hier sogar ein Chelmon. Guck mal, Lumi. Ein Chelmon, unser Kai-Uwe Nicht leuchtet schlecht. jetzt in verschiedenen Farben. Kai-Uwe war eben übrigens schon wieder ins Bettchen unterwegs. Ja, testet einfach mal. Also wie gesagt, wir hatten tatsächlich durch die viele Streamerei, müsst ihr euch vorstellen, haben wir so einige Slots, die wir halt nutzen können. Und ja, da seht ihr jetzt, wie schön. Sound ist sehr sexy. Ja, ich habe leider die Brille heute nicht mit. Ja, also, ja, testet das ruhig mal aus. Das ist ja die Belohnung für euch. Und ich freue mich, dass ihr gerade so zahlreich zuschaltet. Ich sehe hier auf den Statistiken, dass wir immer mehr Zuschauer bekommen. Ja, Basic. Also, erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle. Ich freue mich heute. Ihr seht heute das erste Mal vielleicht live unseren Mod, den Luminate Works. So ist es richtig ausgesprochen. Ich musste am Anfang immer ein bisschen kämpfen. Und Nicht schlimm. der Lumi ist halt einer unserer Moderatoren im Hintergrund, der das alles ein bisschen regelt und den Soundcheck macht und solche Dinge. Und ja, wir haben ja mit großem Erfolg den ersten Basic Stream gemacht. Also da habe ich so tolle Feedbacks bekommen, das hat mich total gefreut. Dann wurde allerdings gesagt, warum der nicht freigeschaltet wird. Also wir haben halt das Problem der Musik und ich muss mir einen Weg überlegen. Wir haben jetzt auch gerade GEMA-freie Musik vorweggespielt. Die ist jetzt nicht so der Mega-Burner, aber ich denke, so zum Starten ist das okay. Und wenn wir halt so Talk-Streams machen, dann machen wir eh die Mucke weg. Außer wir machen mal eine kurze Pause oder so, dann müssen wir halt auf diese freie Musik zugreifen, weil es sonst passieren kann, wenn wir sogenannte Abmahnungen bekommen, dass wir dann irgendwann vom Kanal verschwinden. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Es gibt dann halt bei den anderen Streams, die wir machen, den Weg, dass wir sagen, okay, wir laden die nicht hoch. Dann seid ihr halt nur live in der Lage zu gucken. Ich mache die Musik hier eigentlich immer so als Namen zusammen, als Unterstützung für die Streams, damit das nicht ganz so langweilig ist. Aber es ist halt schwierig, Musik zu finden, die einem dann nicht auf den Senkel geht, wenn man die so laufen hat. Und deswegen haben wir natürlich immer mal so Charts laufen gehabt und so. Und da muss ich mir halt jetzt wirklich Gedanken machen, weil es doch einige gibt, die halt dann sagen, Mensch, du, ich habe heute den Stream nicht gucken können, ich würde den gerne sehen und ja, irgendwie ist aber doof. Und vorhin schrieb dann einer, ich hatte dann den ersten Basic Stream zum Beispiel freigeschaltet heute, also ich muss das selber machen, ich muss mir das angucken.
Und dann können wir halt entscheiden, ob ich den freischalte oder nicht. So, und ich habe das heute gemacht und dann kann es aber natürlich passieren, dass dann so 30 Minuten am Stück einfach fehlen. Und dann hat der Stream halt auch nichts gekonnt. Also das heißt, ich werde mir da halt Gedanken machen müssen, wie wir euch das Ganze präsentieren. Das so zu der Geschichte, warum einige Streams jetzt nicht zur Verfügung standen. So, heute haben wir Basic 2 und ich hatte eigentlich letztes Mal schon den Lumi gefragt, ob er nicht Bock hat mitzugehen, aber leider ist der liebe Lumi krank geworden. Du siehst jetzt auf jeden Fall schon besser aus. Und wir haben auch gesagt, wir gucken, wie lange du das heute hinkriegst. Wir haben ja gesagt, wir machen so 1,5 bis maximal 2 Stunden und dann Genau. beenden wir auch diese Streams. In Zukunft habe ich halt vor, dass wir die tatsächlich mittwochs immer mal machen mit verschiedenen Gästen oder auch wenn der Lumi da Spaß dran hat, kann er auch immer wieder rein. Der Lumi ist halt auch jemand, der jetzt gerade erst angefangen hat mit dem Aquarium und beim Basic Stream 1 Tassen. Ach, nee, das, Entschuldigung, das ist, ich habe ein Nano, aber das war's nicht. Ja, siehst du, das nächste Mal können wir es noch verfeinern, dass du das neben deinem Aquarium aufbaust. Das wäre doch mal Ja, du was. musst das Aquarium hier Ja, hochtragen. da musst du wie ich hier wilde Verkabelung durchs Wohnzimmer machen und dann halt, Ja. ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ja gerade getestet, ich gehe mal gerade auf, nee, jetzt bin ich, warte mal, ich muss mal eben gucken. Ich hatte das ja gerade so, aber das ist jetzt nicht so schön, wie ihr sehen könnt, eingestellt gerade. Mein Nano, ich war halt etwas unamused heute, dass ein paar Korallen zu sind, pünktlich zum Stream. Haben die halt gesagt, komm her, ich gehe mal zu. Und ja, war sehr witzig. Und da habe ich gesagt, okay, mach bloß weg. Wir wollen nur uns sehen und quatschen. Ja, im ersten Stream hatten wir ja so das Thema Salz herstellen und so weiter. Und wir waren noch nicht ganz zu Ende, aber ich wollte halt den Stream nicht so extrem weitermachen. Und bei den Basics hatten wir ja, allein fing das schon an mit dem Thema, wie löse ich Salz richtig auf? Wie messe ich das richtig ab? Wie war das für dich so das erste Mal? Du hast ja nie Meerwasserbecken gehabt. Du bist, also ich muss erzählen, der Lumi ist zu mir gekommen. Und dann habe ich ihm einfach so ein Aquarium in die Hand gedrückt. Der konnte sich gar nicht wehren. Er hat das alles mitgenommen, dann hast du das ja aufgebaut. Und vielleicht kannst du ja mal so anhand deines Beispiels so erzählen, wie so die Reise war, als du das Aquarium aufgebaut hast. Also was hast du so falsch gemacht? Was war so die Basic? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob du, hast du mich eigentlich was gefragt oder hast du das immer von selber irgendwie auf der Kette gekriegt? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ja, also bei mir war das tatsächlich so, genau wie du schon gesagt hast, ich habe das von dir so Kofferraum auf, Sachen rein, nimm mit, viel Spaß. Ja, So. wie er Und dann dann so ist. stand ich da, so, und da gab es so ein paar Hinweise wie, ja, so musst du das Areometer eben einstellen oder also Salzdichte oder Bodengrund auf keinen Fall jetzt hier so Big Mac hoch, ne, geht gar nicht, sondern schön fein, filigran, dünn. Und ich habe ja das Dutch Reef Rock drin, sprich Totgestein und auch in der damals noch unangeimpften Variante bekommen. Mittlerweile kriegt man ja bei dir im Laden das immer nur noch angeimpft. Ja. Was ich tatsächlich auch sehr gut fand, weil wir wissen ja nicht genau, woran es lag, aber wir hatten ja am Anfang immer Probleme mit sehr hohen Eisen- und Aluminiumwerten und Zinkwerte bei mir im Becken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja, die, oh, Und die wir wissen sind ja bis böse. heute nicht, woher es kommt, aber wir vermuten ja, dass es einfach aus dem Stein kam. Und das ist einfach ein großer Vorteil, wenn man das natürlich schon gewässert von dir aus dem Laden direkt bekommt. Ja. Genau, ja, also er hat gesagt, fang an. So, und dann habe ich erstmal angefangen. Ja, Mist, was mache ich jetzt? Ja, erstmal aufgebaut, Technik so angeguckt, was ist da überhaupt alles drin? Und dann habe ich die Steine gewässert, eine Woche lang, habe jeden Tag das Wasser getauscht und hatte eine Phosphat- und Silikatadsorber da drin mit in der Wanne. Was Ja. hast du da drin nochmal? Den, Phosphatadsorber? ja genau, den Silifos, glaube ich, hattest du mir da mitgegeben. Genau, wir haben ja gesagt, dass wir die, also wir mussten ja mit dem Um die Dutch Reef Rock Silikate. auch ein bisschen lernen. Ne? Wir hatten ja, Ja. das ist ja so die Basic, ich hatte mich letztes Mal ein bisschen verrannt in die lebenden Steine. Da haben wir so ein bisschen länger drüber geredet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, Ja, ne? hatte ich. Und wir hatten ja da auch schon festgestellt, was so als Basic für die Einsteiger-Aquarianer wichtig ist, einfach zu schauen. Wie sieht so ein lebender Stein aus? Wie riecht der? Wie ist das jenes? Und all solche Sachen. Vielen Dank fürs Abo, lieber Markus. Ein Stufe 1 Abo. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das erste Mal. Vielen, vielen Dank dafür. und wir hatten ja keine Möglichkeit irgendwie. Also, wir haben ja lange keine lebenden Steine bekommen, wo wir immer noch für die Basic-Einsteiger oder für die Einsteiger einfach sagen: Ja, wenn ihr irgendwie die Chance habt, ein bisschen Lebendgestein zu bekommen, dann nutzt es und packt das mit rein. Die ersten Dutch Reef Rock, die der Lumi bekommen hatte, das war halt so,
Ich habe auch schon gesagt, ich muss die Anleitung eigentlich noch ändern für das Totgestein. Also wenn man es halt so reinmacht, wie wir es bei dir gemacht haben. Wir haben halt festgestellt, dass das Dutch Reef-Rock wesentlich länger gefiltert werden muss vorher, ne? Ich glaube, wir haben bei dir 3, 4 Tage, glaube ich, gemacht. Oder wie war das? Eine Woche. Eine Eine Woche Woche hatten wir. sogar. Ja, Okay. genau. Und bei uns haben wir die jetzt ja teilweise 3, 4 Wochen in der Anlage, bevor die in den Verkauf gehen. Das kann aber dann trotzdem immer noch passieren, dass man ein bisschen Rest oder sowas drin hat. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt zuschalten, auch an Emotion. Seid uns nicht böse, wenn wir nicht immer sofort auf den Chat reagieren, weil uns das immer so ein bisschen aus dem Content bringt. Also nicht böse sein, wenn ich mal Zeit habe und der Lumi redet gerade, schreibe ich euch oder so. Also habt da bitte ein bisschen Nachsehen mit uns. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich freue mich auch, dass so viele hier einschalten. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, also wichtig für die Einsteiger, wie gesagt, lebende Steine hatten wir letztes Mal das Thema. Dutch Reef Rock haben wir halt festgestellt, beide ist eine gute, wie soll man sagen, eine gute Ausweichmöglichkeit, die aber auch so Lerneffekt für Einsteiger ist. Ganz einfach, ne? War ja für dich halt auch. Ja. Und wir haben bei dir auch als Einsteiger das auch in den Basics, ein ganz wichtiger Tipp, die Ruhe bewahren. Ne? Das ist so. Ich habe immer wieder Ja. so Fälle, wo das wie bei dir so abging, dass wir da zig verschiedene. Das ist sehr schön, dass du zu Twitch gekommen bist. Das freut uns sehr, denn das wird auch unser Zukunftskanal sein, liebe Nicole. Wir haben ja dann auch Algenphasen gehabt, dies gehabt. Dann hast du mich angeschrieben, dann haben wir gequatscht und so. Und es war unwahrscheinlich wichtig, kann man doch so sagen, oder? Wenn man Einsteiger ist in der Basic, dass man sagt, man braucht echt Ruhe, oder? Ja, definitiv. Also Geduld und Ruhe ist tatsächlich mit eine große Sache. Sprich, in der Woche, wo die Steine gewässert wurden, das war parallel. Ich hatte dann auch gleich eine eigene Umkehrosmoseanlage ja mir gegönnt und habe dann gleich mit dem eigenen Wasser angefangen. Sprich, habe erstmal fleißig mich mit der Technik auseinandergesetzt. Habe das ja dann alles in Betrieb genommen und was lachst du jetzt? Erzähl mal, ich erzähle da doch was zu. Und genau so, und dann war ich halt erstmal am Anfang damit beschäftigt, Riffaufbau. Ja, und Marc hat zu mir gesagt, es ist ganz, 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 ganz einfach. Du nimmst die Steine, baust da einen Riff auf. Ja, jetzt bau mal einen Riff auf. Wir hatten, glaube ich, 5, 6, 7 Varianten und 90% davon sahen aus wie ein Lagerfeuer. Und dann hatte ich dir ja die Bilder auch geschickt und du so, nee, das geht überhaupt nicht, nee, nein, nee, das geht gar nicht, das ist jetzt erstmal okay, aber das ist auch noch nicht so, wie es sein muss. Und es ist halt sehr, sehr schwer, wenn man da, ich glaube, es sind 5 Steine in diesem Paket drin gewesen, wenn man die ineinander kriegen soll und dann sind da viele Äste mit bei. Also Äste sind zwar so schön, ne, weil Fische durchschwimmen können und so, aber um jetzt irgendwie so eine Basis aufzubauen, ist es halt gerade als Anfänger, wenn man null Ahnung hat davon, ist es doch recht kompliziert und die Bilder, die man überall sieht, die sind immer einfacher und sehen immer besser aus, als man das selber dann hinbekommt. Genau, zu dem Thema mit den Steinen. Das ist so, ja, ich glaube, das erwartet mich ja immer wieder. Also ich habe immer wieder das Thema Steinaufbauten, Riffaufbauten und so weiter. Und es ist halt so, wie soll ich sagen, ich mache das mittlerweile so lange schon, ich muss mal gerade meinen Sound ein bisschen einstellen am Ohr hier, dass natürlich, wenn ich irgendwo hingehe, ich habe so einen Haufen Steine, dann baue ich die halt auf und dann ist das fertig. So. Und das ist dann immer faszinierend für die Leute, die das noch nie gemacht haben. Und dann stehen die halt daneben. Und dann ja, baue ich das so in 5 Minuten dahin und dann ist das Ding fertig. Und die lustige Geschichte war halt für Einsteiger, ich muss mich echt zusammenreißen, weil es so witzig war. Es war so witzig, dass ich tatsächlich so eine Fotosession bekommen hatte, wo, weiß ich, 5 oder 6 Mal haben die es umgebaut, das Ding. Und immer war wieder irgendwas, was nicht passte. Und das geht immer wieder so, weil oft genau das hast du nämlich gerade auch gesagt in der Basic, dass man immer auf die, also die Anfänger sagen ganz oft, naja, ich muss das Riff ja so bauen, dass die Fische sich verstecken können. Das ist so ein Evergreen, der immer wieder auftaucht. Und da darf man als Anfänger nicht drüber nachdenken. Man darf, sehr schön, man darf nicht immer an die doofen Fische denken, weil diese blöden Fische finden ihre Höhlen und Schlafplätze sowieso. Und wenn du die Dinger vierkant oder hochkant baust, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist völlig egal. So, und aber es wird immer wieder,
immer wieder so gebaut, dass man sagt, ey, der Fisch braucht Versteckmöglichkeiten. Und wenn Hansi Wurst, Palettendock, dann irgendwann nicht mehr aus dem Loch kommt, was man gebaut hat, weil er zu fett ist oder was auch immer, dann hat man halt eher eine Fischfalle gebaut. Also achtet bitte immer drauf. Das haben wir dann beim Lumi, also nach weiß nicht wie viel gefühlten Fotos, Session, Diskussion, hat er dann irgendwann einen Riff hingebaut und dann war ich ja bei euch zu Besuch und dann haben wir nochmal eins, nur ein, zwei Steine verändert und dann sagt er, Scheiße. Ja, so muss aussehen. Jetzt da noch was vor und das ist nicht gut. Lieber Albrief, vielen Dank für dein Abo im zweiten Monat. Dankeschön dir. Der ist übrigens der wichtigste, ne? Der zweite Monat ist der wichtigste, ihr Lieben. Ja, weil, erzähl. Weil es verlängert wurde. Ach so, stimmt, hast recht. Habe ich noch einmal so rausgehauen. Ja, vielen lieben Dank. Das, Genau. und einen wunderschönen guten Abend an Existenz. Ja, wenn ich was machen soll, einer hatte mir eben geschrieben, ich soll dich an Kleben, Korallenkleber erinnern. Oh nee. Das kommt auch noch. Also, Nee. dieses Basic, das ist ja das Schöne, deswegen teilen wir das ja auch so auf ein paar Teile auf, weil das so ein Thema ist, was wir wirklich so schön ausbauen können und auch für selbst die alten Hasen ist da immer was dabei, was man immer noch mal mitnimmt oder auch ich lerne manchmal noch an den Dingen, die ich mit euch zusammen fabriziere. Und ja, also die Steine, ja, luftig muss es auch nicht unbedingt sein, ne, oder? Also wir haben sie bei dir ja auch nicht luftig gebaut, wir haben sie eigentlich funktionell Nö. gebaut. Ich habe halt gesagt, bau dir was auf, wo du auch mal Korallen draufstellen kannst, denn das ist ja das größte Problem für den Anfänger, das wäre es für mich aber auch, zu erkennen, welche Steine, also wie, welche Korallen kommen da überhaupt rein, ne? Das ist ja auch so eine Ja. Nummer. Du hast ja eigentlich von nichts eine Ahnung gehabt, eine Ja. Koralle, ja, ich habe mal ein paar auf dem Foto gesehen. Ja. Und das ist, und ja, Korallenknete kommen wir noch zu. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, wenn man so ein Riff aufbaut. Also wir sagen ja, wir haben jetzt das Salzwasser gelernt herzustellen, das haben wir letztes Mal besprochen. Dann haben wir ja so den Werdegang, dann hat der Lumi seine Steinchen da reingebaut und dann kommen dann die ersten Statisten in der Basic übrigens, die dann erstmal schön den Korallensand da reinkrachen. Das wird auch ganz oft so als erstes gemacht, weil wenn Süßwasser-Aquarianer aus der Szene kommt, dann macht man ja immer hohen Boden rein, am besten noch Dünger. Ach nee, Meerwasser braucht man das nicht, heißt es dann ja, aber die Pflanzen müssen ja auch. Ach nee, Pflanzen heißt ja auch nicht und so weiter. Und dann wird halt immer schön so richtig fetter Bodengrund reingemacht, dann die Steine drauf gebaut und so weiter. War das bei dir eigentlich auch so? Hast du das auch gedacht? Nee, also dass da Bodengrund reinkommt oder dass man das macht aus ästhetischen Gründen, das ja, aber das, ja, wobei doch tatsächlich ja, hatte ich tatsächlich auch gedacht, ich hätte auch instinktiv erst unten den Sand reingemacht und dann das Riff draufgestellt. Doch, jetzt wo du es sagst, ja, Hättest du genau, weil auch man es so. halt aus dem Süßwasser halt eben so kennt. Also ich hatte früher in der Schule das Schulaquarium betreut. Das ist so die einzige aquaristische Erfahrung, die ich hatte da, 5, 6 Jahre Schulaquarium. Und da war es halt eben so, da war ganz klassisch unten so viel Kies drin, ja, so Schön. Milka, also Rittersportschokolade hochkant quasi Ja. an Kies drin. Und dann da die Pflanzen reingeprummelt unten, und so dass man da immer jede Woche irgendwie eine Dreiviertelstunde mit der Mulmglocke sämtlichen Scheiß da auf gut Deutsch unten aus dem Kies immer rausge gezogen hat. Und ja, genau, das ist halt im Meerwasser ganz, 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 ganz anders. Und ja, aber das hattest du mir ja mitgegeben, Und tatsächlich, der die Hammer Info. war ja, dass bei dem Aquariumset ja eine Anleitung bei war, kannst dich dran erinnern, Ja, wo dann die hast du tatsächlich gesagt, stand, du kannst du sollst dir erst den angucken, leg Korallensand sie reinmachen und dann das weg. Zeug drauf. Das war ja von Dupla damals und da waren wir aus allen Wolken gefallen, als wir diese Anleitung gesehen haben, dass da tatsächlich stand, wasche schön den Korallensand aus und dann legst du ihn unten aus und packst die Steine drauf. Und dann haben wir so gedacht, jawohl, der erste Weg zum Zerstören des Meerwasseraquariums. Was natürlich nicht sofort zu merken ist und deswegen, liebe Anfänger, wenn ihr Anfänger dabei seid, viele Dinge, die wir am Anfang falsch machen oder auch gerade bei Einrichtungen oder technischen Dingen später, die merken wir leider erst nach einem halben bis einem Jahr, weil dann entscheidet sich nämlich meistens, ob die Hütte überhaupt funktioniert oder ob es ein Griff ins Klo war. Ja. Und gab es Anfang der 2000er Jahre da nicht auch eine Methode? Ja, es gab das sogenannte Joubert-System. Das ist, wenn man Also Wattwürmer halten will, glaube ich, ne? nein, das Joubert-System war damals ein System, wo du halt extrem hohen Bodengrund hattest. Ich sag jetzt mal hier so 10, 20 Zentimeter. Und es gab auch mal so ein Produkt, das hieß Miracle Mud zum Beispiel. Hast du irgendwo so ein Schlumpi-Aquarium neben deinem schönen Aquarium gehabt, wo dann halt
der Schlamm da reingepackt wurde, der kam irgendwie aus den USA und dann solltest du da Bakterien züchten und dies und das und jenes und das war dann wie so ein Filter, du brauchtest angeblich auch keine Abschäumer und solche Geschichten. Genau, es ging um Biologie und im Joubert-System war das ähnlich, aber es wurde dann irgendwann auch nicht mehr, also hat sie nicht durchgesetzt, weil es halt über Jahre nicht gelaufen ist. Und das ist für die Einsteiger auch wie für dich ja wichtig gewesen, dass wir auch echten, also erstmal echten Korallensand genommen haben. Also wir können den Anfängern wirklich sagen, meidet bitte diese ganzen künstlichen, ja, es gibt ja auch natürliche fossile Böden, die wir haben, also Aragonite und solche Sachen. Und da haben wir aber immer das Problem, und das hat ja auch der Claude mal in einem Stream vor einem halben Jahr oder auf YouTube erzählt. Das war sehr interessant für uns, weil wir halt auch, es gab ja lange keinen Korallensand. Ich weiß nicht, ob der Chat das weiß. Korallensand ist auch so eine Nummer, die wir jetzt ja kaum noch bekommen werden. Ich glaube, wir hatten dir noch irgendwie echten organisiert, oder? Du hattest noch echten, ne? Ja, Genau. Du stimmt. hast gesagt, nimm das hier irgendwie als Dekomaterial für, stell eine Kerze rein und nimm bitte richtigen. Genau, die kannst du so schön auf den Tisch mit so ein paar Kerzen, kannst du den verwenden. Ist eine hübsche Dekosache für die Mädels und wir freuen uns auch alle, dass wir einen schön gedeckten Tisch haben. Aber auf jeden Fall ist tatsächlich so, also meidet bitte diese künstlichen Böden, die da auf dem Markt sind. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß auch, dass das viele vielleicht versuchen zu widerlegen, aber ich kann euch aus Erfahrung nur sagen, dass wir kein Aquarium funktionsfähig haben, was mit diesen künstlichen Böden, wie sie alle so heißen, eingerichtet werden. Also das Problem fängt halt tatsächlich meistens nach einem halben Jahr an, weil wir so viel Kalzium, auf einmal Magnesium und andere Mengenelemente im Wasser haben, die aus diesem Boden ausgelöst werden, dass das euch Probleme bringen wird. Und wir raten halt auch an, das haben wir beim Lumi auch gemacht, gerade in den Einstieg, den Bodengrund so 2 bis 2,5 Zentimeter zu setzen. Und wirklich nur da, wo ihr halt keine Steine habt. Also ein Trend war ja auch, ich habe es ja bei meinem auch damals gemacht, gar keinen Sand rein. Hatte ich erst vor und wollte mir halt, du bist ja auch so ein Fan von Zoanthus, also von Krustenanemonen und so, und wollte die eigentlich unten wachsen lassen. Ich habe es nicht geschafft, aber durchzuhalten, weil du, wie du am Anfang gesagt hast, der ästhetische Grund oder der ästhetische Anblick ist mit Korallensand schon recht schön, aber ich rate euch allen, nehmt wirklich hauchdünn, legt es dünn aus. Ihr könnt euch auch mehr kaufen, weil ihr werdet feststellen, dass dieser Boden sich auflösen wird. Also diese natürlichen Korallensande werden halt durch das Wasser, Säure, alles, was da so stattfindet, CO2 und so, wird das angelöst und dann werdet ihr feststellen, dass ihr dann immer mal ein bisschen nachlegen müsst. Auch Körnung, was haben wir bei dir eigentlich genommen, Dumi, weißt du das noch? Oh, das weiß ich nicht. Du hast mir einen Beutel in die Hand gedrückt, hast gesagt, hier, dann nehmen wir was Richtiges, das lässt du bitte weg. Und dann hatte ich es. Ich weiß es nicht. Kann es auch nicht einschätzen. Und genau, Korallensand, sagt der Patrick, reflektiert Licht, genau. Also mein Aquarium war sowas von dunkel, dass ich irgendwie, ich konnte es mir nicht mehr angucken. Also klar, ich konnte die Lampe natürlich heller machen, aber irgendwie sah das so schmutzig, schmuddelig und das Aquarium war rundherum auch dunkel gehalten, ne? Dunkle Rückwand hast du ja auch bei dir drin. Und irgendwie fehlte so dieser Kick, wenn man da nichts drin hatte. Und habe dann auch gesagt, okay, nehme mir das mit. Wir haben halt momentan das Problem, dass wir halt nur so Feinkorallensand kriegen, obwohl der auch gar nicht so problematisch ist. Also wir haben ja, ich glaube, du hast den, den ich habe, der hat so maximal 1 Millimeter Körnung, glaube ich, so ein ganz feiner, ne? Ja, Ja. genau. Ist recht fein schon. Ja, genau. Und wenn man den halt hauchdünn legt und ein paar Tierchen drin hat, die das Ganze so ein bisschen durcharbeiten, ist eigentlich kein Problem. Aber ja, zurück zu den Basics. Also bei Lumi war es ja tatsächlich so, den habe ich wirklich so das Ding da ins Auto gestellt mit dem ganzen Zubehör und dann musste der erstmal lesen. So, dann hat er, wie ist denn das für dich gewesen? Also, so, ne, du hast ja gesagt, Süßwasser hast du gehabt und jetzt stehst du da und hast eine Osmoseanlage auf einmal. Da, also der Lumi hat ja sich mit allem beschäftigt, wie er schon gesagt hat, das war manchmal sehr putzig, weil wir haben ja so eine Mod-Gruppe und dann nachts um 11 kommt auf einmal so ein Text, der war dann so lang und dann schrieb Lumi, also ich habe mir da mal Gedanken gemacht. Also das ist ja, ne, kannst du dich dran erinnern? Ja. Also ich habe ja den Vorteil, ich selber bin ja hauptberuflich Informatiker und im Abi gab es Physik und Chemie und naja, von daher bin ich halt recht technisch versiert. Also habe ich erstmal ganz, 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 ganz viel gelesen. Erstmal rein über die stumpf die technischen Komponenten so. Ne? Ich hatte dann ja auch mit dem Lichtcontroller, also die Beleuchtung erstmal überhaupt, wie funktioniert das Ganze technisch und was muss ich machen? Und von daher war auch das mit der Osmoseanlage für mich natürlich nicht ganz so fremd, aber man muss sich ja trotzdem erstmal mit auseinandersetzen. Und dann, das fängt ja schon an. Ja, du hast die Anlage, du hast da Schläuche, da geht Wasser raus. Du brauchst aber auch einen, da geht Wasser rein.
Jetzt musst du das irgendwie an Wasserhahn rankriegen. Dann war es natürlich Samstag. Dann willst du das irgendwo schön haben. Willst es ja nicht in einen riesenlangen Schlauch einmal quer durch die Bude legen, sondern keine Ahnung, wir haben das jetzt in der Dusche stehen. Also erstmal Baumärkte aufgesucht, passende Adapter organisiert, um da dieses blöde Teil dazwischen zu kriegen, den Abgang für die Anlage eben. Und ja, genau, dann lief die Anlage dann irgendwann tatsächlich. Und aber es hat halt tatsächlich sehr viel Lesen erfordert. Und der erste Schritt war ja dann, so tatsächlich das Ansetzen vom Salzwasser und auch die Dosierung von dem Silifos, wo ich ja dann morgens, glaube ich, so eine riesig lange Sprachnachricht geschickt habe, dass ich mich so dermaßen, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe mich so dermaßen aufgeregt über diese Dosieranleitung, geht echt gar nicht. Und habe dann gesagt, ich habe das jetzt mit einem Dreisatz umgerechnet und Thema erledigt, das muss jetzt so funktionieren, hoffe ich. Da haben wir ja eigentlich so, also das Problem oder das Gute ist ja für einen Basic, also für einen Anfänger, so wie du es bist, du nimmst das ja ganz anders wahr. Wir so als Wiederverkäufer, du hast das Produkt im Regal, so, ja, liest einmal durch, verkaufst, ja, alles passt schon. So, und das ist aber das, was so ein bisschen betriebsblind macht, also auch für die Wiederverkäufer. Wir sind eigentlich auch immer total. Also wir leben von der guten Information des Herstellers. Und egal welchen Hersteller wir haben, in der Basic wieder, die haben alle ihre Probleme, haben wir festgestellt, ne? Obwohl der ein oder andere hat es jetzt schon verbessert, also muss ich dir dann nochmal erzählen nachher, dass man jetzt HTUs alle findet, ganz schnell und nicht über dem ganzen Netz suchen muss. Also ich habe es mit einem Klick alles gefunden, ja, Wahnsinn. Also es wurde aufgerüstet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass für die Basic Anfänger, also für die Anfänger, das echt schwierig ist, die Produkte anzusetzen oder einzusetzen und was man da alles lesen muss, das sehe ich beim Mervin, wenn der den Patrick nicht hätte. Ich glaube, lieber Mervin, du würdest am Rad drehen, oder? Also da sage ich auch immer Chapeau, weil für uns, die das so lange machen oder einen Laden haben, ist das immer alles so selbstverständlich und ich muss manchmal auch selber lernen, mir zu sagen, ich weiß eigentlich nicht, was der Kunde nicht weiß. Und das gibt manchmal dann auch so eine Problematik, dass man ja manches, also ich versuche mich immer dran zu erinnern, zu sagen, pass auf, ich erkläre dir dies noch, das noch, jenes noch, aber es kommt dann doch immer wieder irgendwo ein Zacken raus, wie halt mit dem Silikatadsorber da von Firma XY, wo du bald ausgeflippt bist. Und man muss da auch den Händler oder mich als Verkäufer einfach mehr fordern. Also auch halt fragen, wo packe ich das Zeug hin? Also ich denke dann immer schon dran zu sagen, hier, pass auf, du musst den Absorber da reinpacken. Aber eigentlich muss ich dir auch sagen, wie viel Wasser darf da eigentlich durchlaufen? Solche Geschichten, ne? Ich denke auch, und das ist so wichtig für den Fachhandel, dass wir als Fachhandel für euch da sind und das auch erklären oder auch jederzeit erreichbar sind und so. Und deswegen rate ich auch immer, also klar, man wirft mir dann immer vor, naja, Marc ist ja Wiederverkäufer und der will natürlich sein Zeug verkaufen und deswegen redet der so, aber das ist ja so meine private Meinung, die ich einfach auch von mir gebe, wo ich denke, klar, wir müssen auch an uns arbeiten und auch schauen, dass wir dem Kunden so klein wie möglich alles erklären. Das ist natürlich nicht immer möglich. Weil dann hast du 5 Kunden stehen, der eine möchte gut beraten werden, dann nimmst du ja für jeden Zeit halt. Und wir haben ja auch im Nachgang immer noch sehr viel geredet. Also, obwohl es relativ wenig war, also du hast dich unwahrscheinlich selber so entwickelt und ich kriege ja auch gar nicht so oft mit, wie es aussieht. Also ich sehe es dann immer alle paar Wochen irgendwie, aber du nutzt auch so ein bisschen meine Streams, ne, und guckst da auch manchmal mit rein, oder? Genau, die Streams nutze ich und dann, du bist ja nun auch, kann ich ja offen sagen, du bist ja nun auch Fauna Marine Partner. Ja. Muss ich ganz klar sagen, die Wissensdatenbank von Fauna Marine, die ist tatsächlich auch sehr gut. In einigen Bereichen tatsächlich war es eben nicht gut. Du hast ja eben die HTUs schon Ja. angesprochen. Habe ich dann selber aber halt auch gesagt, eben auch an die Firma Fauna Marine selber zurückgemeldet und habe gesagt, hier pass auf, ich bin Anfänger, ich habe null Ahnung. Also oberflächlich durch die Streams, dadurch, dass ich immer irgendwie dabei bin, klar, ich kriege das schon alles mit. Aber im Großen und Ganzen bin ich ja doch einfach, du hast keine Ahnung, über 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich und die habe ich halt einfach nicht. Und von daher habe ich dann halt einfach doch gemerkt, okay, da und da an den Stellen hakt es. Und ja, habe das zurückgemeldet und wenn es tatsächlich jetzt verbessert wurde, ich habe es mir nicht Ja. nochmal angeguckt,
dann finde ich das natürlich auch sehr, sehr gut, weil das ist tatsächlich so, oder solche Sachen, egal, es gibt auch andere Hersteller, die solche Business-Datenbanken führen. Das ist einfach schon Gold wert. Also, wo man aufpassen muss, was ich festgestellt habe, sind Foren. Foren haben mich teilweise, wenn ich dann mal gefragt habe, dann haben mich Foren immer vorher so verrückt gemacht, irgendwelche Sachen. Ja, und da ist tatsächlich die Sache, also wenn man wirklich ein richtiges Problem hat, also wirklich etwas Großes jetzt ist, dann rate ich echt jedem hier ab in Fachhandel und nicht irgendwie 3 Tage im Forum halbherzig irgendwie ja, da was versuchen zu klären, weil die Leute, die sehen nur Messwerte, ne? Auch wenn man was testet, das sind, haben irgendwelche Tropfentests und auch Spritzentests und was nicht alles, die haben ja alle recht hohe Fehlertoleranzen. Koffer des Grauens hieß er, ne? Ja, Koffer des Das Grauens war es das letzte wird Mal. Mervin also nie. Diesen Satz werden wir ja immer innehalten, aber ich möchte nicht unterbrechen, aber der war Nee, gerade. der war, genau daran habe ich nämlich auch gedacht, der Koffer des Grauens. Dass solche Sachen halt, da haut man dann die Werte in diese Foren rein und dann kriegt man irgendwelche Antworten und dann denkt man sich so, ja, okay. Da werden wir übrigens auch einen Stream zu machen, der auch zu Basic gehört. Lumi, wenn du da Lust zu hast, werden wir zusammen mal einen Teststream machen. Ich habe das zwar schon mal Ja. gemacht, dass wir mit euch live nochmal Wasserwerte checken auch und euch auch nochmal zeigen, was so ein Test eigentlich bedeutet und so. Also dieses hätte ich auch gerne im Thema Basics nochmal. Ja. Wir sind ja gerade erst ganz am Anfang. Also ich habe ja gesagt, dieses Format möchte ich gerne beibehalten, weil das einfach ein lockerer, lustiger Talk ist, wo auch natürlich ihr im Chat gerne Fragen stellen könnt oder euer Empfinden oder eure Erfahrung könnt ihr ruhig alle mit reingeben. Also ihr seid nicht gezwungen bei uns auf Twitch. Das ist halt der Unterschied zu den anderen Kanälen. Wir sind ja wesentlich entspannter und wir haben auch, wenn wir die Moderatoren da haben, eine ganz andere Möglichkeit. Also deswegen möchte ich ja, dass wir euch alle auf diesen Kanal ziehen und so ein bisschen von Facebook und YouTube und so weggehen, weil es einfach entspannter ist und wir hier ganz andere Möglichkeiten haben. Und ihr merkt auch, die Community ist eine tolle Community. Sie hören zu, die haben Spaß dran. Haben wir auf keiner anderen Plattform so schön wie hier. Und klar, wenn die Gruppen größer werden, dann kann sich das manchmal auch ändern. Aber letztendlich muss ich sagen, ist diese Twitch-Gemeinschaft, egal was ich für Kanäle so gucke, das ist echt immer eine Community, ne? Es ist unfassbar. Und da gebe ich dir jetzt auch recht. Also ich möchte auch noch mal in den Chat sagen, dass das, was wir jetzt reden, gerade nicht abgesprochen ist. Also wir haben wirklich, ich habe Lumi gestern gefragt, ich sag, Mensch, oder vorgestern war es, ne? Weil da ging es ja noch nicht so gut. Ja. Da hast du nicht Bock, mal mit reinzukommen. Ich würde mich freuen, weil das so ein lockerer Talk ist und du kannst ja auch gut schnacken und gibst auch so mit raus und es ist interessant für alle. Das, was der Lumi euch erzählt, das sind ja tatsächlich diese Basic-Sachen und war so wichtig für mich, jemanden zu haben, der jetzt wie er ist ein super gutes Beispiel dafür, um auch mal wiederzugeben, wie für ihn das Empfinden war. Und das fand ich gerade sehr, sehr interessant für mich auch mal zu hören. Du hast dich gewagt, in Foren zu begeben. So, und da komme ich jetzt nochmal zu dem Thema, dass ich sage, klar, ich bin Händler und will selber verkaufen und Fachhandel und blablabla. Das lassen wir mal außen vor. Es geht ja eigentlich darum, ich bin ja nicht der einzige Fachhändler, den es gibt. Natürlich freue ich mich, wenn viele von den Zuschauern auch zu mir kommen und das nutzen und bei mir einkaufen. Davon lebe ich ja. Deswegen machen wir ja auch solche Streams, um auch natürlich einen Kontakt zu den Menschen zu finden und da auch Spaß am Verkauf und auch wenn die zu mir in den Laden kommen, wir schnacken dann, machen Späßchen, gibt man Kaffee und so. Also wir sind ja ein sehr familiärer Betrieb. Und das fördern wir auch, machen wir. Es gibt auch mal einen dummen Spruch. Heute habe ich heute auch gehört, sagt, nee, Patrick war es gestern, sagt, ja, wenn Marc mal einen raushaut, musst du mit leben. Ne? Und ich sage, ja, dann muss ich auch mit leben, wenn das andersrum ist. Aber dafür sind wir ja da. Das heißt, natürlich unterscheidet man das immer, ob man Kunden hat. Das wollte ich nämlich auch gerade mal so zum Besten geben. Die melden sich immer dann nur bei mir, wenn sie ein Problem haben. Also sprich, ich kriege ganz, ganz wenig Feedback von Menschen, die mal ein schönes Aquarium haben. Also wo man einfach mal ein Gespräch hatte und das läuft sehr schön. Dann kriege ich kaum Feedback. Also ganz, ganz selten. Ich kriege es dann nur, wenn das System nicht funktioniert. Ne, es gibt so einige Ausnahmen wie Dietmar und so, der ist ja auch regelmäßig bei uns hier, Dietmar W. Den kennen wir auch schon Jahre und so weiter. Ist auch so einer der ersten Kunden von Nautilus. Aber davon lebt es ja. Also klar, wir sind ein Verkauf, ihr seid Einkäufer, aber trotz alledem kann man das ja auf eine Ebene machen, wo alle Spaß dran haben. Und deswegen sage ich halt auch immer, Leute, passt auf diese Foren auf. Es gibt so viel Schmodderkram, was da. Ich meine, dir fällt bestimmt ein Beispiel ein, oder? Hast du eins, was du zum Beispiel gefragt hast? Oh, nee, nee, also ich habe selber nichts reingeschrieben. Ich habe immer nur gegoogelt nach irgendwelchen Sachen. Das ist das Problem jetzt. Was kann man tun? So, ne? Also, beste Beispiel war, irgendwann kriegt es jeder mal. Ich hatte ja recht früh dann das Problem Glasrose.
Und das war dann so die Sache, wo ich so gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mal, was kann man tun? Du hast ja gesagt, hier nimm Salzsäure, spritz die weg. Oh, das ist böse übrigens, ne, wenn ich sowas sage. Da gibt es manchmal eine Schelte vom Kunden. Ja, Salzsäure ist böse. Aber ich erzähle es gleich. Mach mal. Ja, genau. Und auf jeden Fall habe ich dann halt eben gelesen mal dazu, was gibt es da noch so? Und da gibt es ja dann hier Wundermanni-Garnelen, die hast du ja bei dir auch im Laden, haben ja auch Ja. andere Kunden ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Jetzt ist das Problem, die haben auch so eine Leibspeise oder können eine Leibspeise haben, Zoas, die habe ich leider halt bei mir im Becken drin. Ergo ist die Wundermanni jetzt eher zweite Wahl. So, oder ich habe halt keine Korallen. Dann habe ich die Garnelen, ne? Also kann man sich aussuchen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall habe ich da in dem Bereich halt dann viel gelesen. Und da kamen also da kamen ganz, ganz viele Sachen. Wir machen es jetzt tatsächlich mittlerweile mit Zitronensäure, haut uns alles. Funktioniert aber auf jeden Ja, Fall. geht. Ja, Die aus geht. der gelben Flasche funktioniert tatsächlich recht gut. Und ist billig. Ja, genau. Und du verätzt dich nicht und solche Sachen. Aber da gibt es sehr, sehr abenteuerliche Sachen in den Foren drin. Und die Antworten, die sind noch göttlicher, ne? Also irgendwie heißes Wasser, Hydroxidbrei-Paste, bla Gibt's bla auch, bla. ja. Haben wir Ne? Also tatsächlich auch ein Produkt, wo du sowas hast. Da hast du dann so einen Brei, den spritzt du halt drauf und dann Aptasia X hat das, glaube ich, ne? auch, ja. Oder glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie unser heißt, Glasrosenstopp, glaube ich, aber ist auch so ein Oder so, genau, ja, Calcium-Matsch-Kram, was genau. du dann Ja, drauf schüttelst genau. und dann machst du das drauf, ja. Genau, womit die quasi fütterst, ne? So. Naja, und da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen. Und da fragst du dich dann halt echt, was das soll, gerade so dieses Thema Glasrosen, weil das ist ja auch sehr ein zweischneidiges Schwert. Die einen sagen, die haben eine Daseinsberechtigung, das sind auch Ja, Lebewesen, man könnte auch lass als die doch mal Tierquäler in gelten. Ruhe. Ja, genau, lass die doch mal in Ruhe. Die tun doch keinem was. Die sehen doch schön aus. Ja, bei mir sah das leider etwas anders aus. Also schön sind sie Glasrosen. Die werden wir irgendwann noch mal im Detail zeigen im Stream. Nicht in diesem, aber in irgendeinem werde ich euch das auch mal zeigen. Gehört auch so mit zu den Basics, dass man auch mal erkennt, was ist eigentlich Plagegeist und was nicht. Die alten Hasen wissen das natürlich. Genau, früher hat man Artenbecken gehalten, tatsächlich mit Glasrosen. Das war ja so eine Nummer. Glasrosen, also für gerade jetzt Existenz, die jetzt hier zuguckt. Ja. Das sind halt kleine Anemonen, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Im Meer gibt es sie natürlich auch. Wir antworten gleich drauf. Auf jeden Fall, also mehr gibt es die halt auch, wenn man so diese Videos sieht, gerade hier Puff, was wir hatten auf Netflix und so weiter. Da gab es ja auch diese Glasrosen, konnte man sehen, aber alles in einer bestimmten Menge. Also nicht so, dass das explodiert und die ganze Hütte ist voll und du kannst gar keine Tiere mehr halten. Das ist schon eine Hausnummer und Plagegeister gehört nachher auch mit zu den Basics, dass man da halt einfach schaut, wie sich das Ganze entwickelt, ne? Was wir da so haben. Ich gehe mal ganz kurz durch den Chat, Lumi, Ja. und gucke mal eben. Also Existenz, ja, du brauchst keine Angst haben. Also wie gesagt, wir versuchen das so gut wie möglich natürlich zu erklären und am Ende ist es natürlich immer so, einfach zu uns ins Geschäft oder zu mir ins Geschäft kommen, kommt natürlich darauf an, wo du wohnst. Dann kann man das vor Ort mal klären, kannst dir Aquarien angucken. Es ist immer sehr wichtig, auch so für die Basic, also für die Einsteiger. Von mir als Tipp, wenn ihr halt einen guten Fachhandel sucht, dann guckt euch halt die Anlagen an. Schaut euch ein Schaubecken an, wenn die eins haben. Guckt euch an, wie die Korallen aussehen. Ist das für euch sauber, nicht so sauber? Ist natürlich auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also wenn ich bei mir so durch die Anlage gehe, bin ich ja momentan etwas genervt. Komme ich immer wieder auf dieses Thema, weil bei mir oben die Fischanlagen halt Probleme machen. Wir haben zu wenig Leute, die das reinigen und so weiter. Und da ist man natürlich ein bisschen abgenervt. Natürlich haben wir gesunde Fische, aber ich selber, wie soll ich sagen, ich habe da immer, das muss für mich ein bestimmtes Aussehen haben. Und wenn ich das nicht habe, bin ich sehr unzufrieden. Die Kunden sagen immer, hey, ist immer ein sauberer Laden, wo ich immer denke, what? Siehst du da diese Fadenalgen oder siehst du da gerade diese Belege? Dann kriege ich immer schon Kritze im Gesicht, ja. Kann ich einfach nicht ab. Also einfach so. Wenn man in ein Geschäft geht, guckt euch das bitte in Ruhe an. Also gerade für die Einsteiger, wenn ihr jetzt nicht zu mir kommt oder so, schaut euch das an. Haben die Schaubecken? Wie sehen die Schaubecken aus? Und beäugt das auch kritisch. Ihr müsst das nicht raushängen lassen gegenüber dem Händler oder so. Das sollte man nicht tun, sondern einfach für sich durchgehen, eine Meinung bilden. Ich rate auch nicht an, dann irgendwo in Gruppen zu gehen oder in Foren zu gehen und dann rumzuschreiben. Bäh, 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 bäh. Das bringt auch alles nichts. Einfach die eigene Meinung bilden, sich sowas angucken. Und entweder entscheiden, ja, das ist die richtige Adresse für mich oder sie ist es nicht. Und
Das ist das Wichtigste überhaupt. Also sucht euch ein Geschäft aus, wo ihr das Gefühl habt, da schwimmen gesunde Fische rum, die kommen an die Scheibe, die wollen Futter, ja, die gucken dich an. Die Korallen sehen schön aus, der Laden an sich ist sauber, freundliche Leute. Das ist doch das, was wir möchten, wenn wir einkaufen wollen, egal was ich kaufe. Also selbst wenn ich ins Schuhgeschäft gehe, gucke ich mir das auch an. Und wenn man null beachtet wird oder nicht mal gefragt wird, ne, was brauchst du für Schuhe, was suchen sie, dies, das, jenes, weiß ich auch nicht, aber vielleicht laut Internet mittlerweile normal, dass man keine Beratung mehr bekommt. Oder wie hat man früher gesagt, beim Mediamarkt, wenn du shoppen gehst, dann springen da die Verkäufer in die Regale rein, damit du sie nicht findest oder so. Also auch da würde ich halt drauf achten. Und das ist so ein Tipp von mir an die Anfänger, einfach zu sagen, ja, guckt euch die Geschäfte mal in Ruhe an und geht nicht gleich los und redet, ich will dies, ich will das, ich will jenes, weil dann ist man natürlich für manchen so ein gefundenes Fressen. Und wir räumen dann die Scherben wieder auf, wenn wir da irgendwelche sogenannten lebenden Steine haben, die keine lebenden sind, weil das Thema hatten wir letztes Mal. Lebende Steine sind nicht die Steine, wo viele Scheiben an dem Mond drauf sind und viele andere Bäumchen und Kenia hier und das, 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 sondern lebende Steine haben eine ganz andere Voraussetzung. Aber da müsst ihr euch als Anfänger halt auf jeden Fall einfach erstmal ein Bild machen, bevor man da gleich losstürmt. Und ich kann halt immer nur empfehlen, wie Lumi ja auch schon gesagt hat, ich lese auch oft in Facebook-Foren, Gruppen, ich will mit dem Meerwasser starten, was könnt ihr empfehlen oder wen könnt ihr empfehlen? Und genau da ist für die Basic einfach der Fehler. Oder? Siehst du das anders? Nee, also ich bin da voll bei dir. Ich finde so eine Tierhaltung gerade im Aquaristikbereich, also klar, auch ein Hund oder eine Katze ist jetzt kein einfaches Tier, je nachdem, ob du eine Rassekatze hast oder nicht. Aber ich sag mal, die Haltung ist doch ein bisschen einfacher, ne? Du gibst dem Tier Futter, Wasser, Zuwendung. Thema erledigt, so gesehen, ne? Nochmal zum Tierarzt und dann hast du erstmal lange keine Themen, die aufkommen. Das ist natürlich in der Aquaristik was ganz anderes. Von daher würde ich halt sagen, bei der Aquaristik, egal ob Süß- oder Meerwasser, ist es eher wie mit einem Arzt. Also man braucht eine Vertrauensbasis zu seinem Händler. Und ich würde das nicht irgendwie stumpf alles mir irgendwie im Internet zusammenkaufen, irgendwie sagen, ja, da kaufe ich jetzt ein paar Nemos und da hinten kaufe ich jetzt ein paar Zoas. Und nee, das funktioniert halt, kann funktionieren. Wenn ich die Ahnung habe, kann ich das sicherlich machen, wenn ich erfahren bin. Aber gerade als Anfänger, nee, würde ich nicht machen. Wie gesagt, ein Fachhändler nach Möglichkeit natürlich vor Ort, klar. Wenn das aber nicht geht, dann ja, ruhig ein paar Kilometer dafür fahren. Und ja, einen guten Händler sich suchen, der halt einem da gut unter die Arme greifen kann eben. Ne? Ja. Das ist jetzt halt auch das, was Existenz da gerade gesagt hat. Ich habe da Angst und in den Foren gelesen, ja, in den Foren kann man, die Leute gehen in der Regel in die Foren oder auch zum Arzt oder in so einen Fachhandel gehen die Leute in der Regel nur mit Problemen. Keiner geht zu seinem Hausarzt hin und sagt, hallo, Herr Dr. Meier, mir geht's total toll. Es ist schön, dass ich Sie mal sehe. Ich habe keine Schmerzen, es ist alles super. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung brauche ich auch nicht. Nee, da gehe ich hin, wenn ich Halsschmerzen habe und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung brauche, ne? So, von daher, der sieht dich seltenst in einem guten Zustand, sondern immer eher kaputt. Ja, und das ist halt bei dir nicht anders, ne? Also das ist ja bei fast allen Dienstleistern so. Keiner rennt zu seinem Dachdecker und sagt, vielen Dank fürs dichte Dach, komm, wir trinken jetzt ein Bier. Nee, Nee, ne? das Da rufe ich nicht. an, der letzte Sturm hat es kaputt gemacht. Ja, Komm mal bitte, schnell, also es ist gestern. ja so, ich mache zwischendurch immer eine Frage, die ich beantworte, die ich so sehe, damit ich weiter scrolle. Daniel, bei Manianus funktioniert das nicht. Nur als kurze Antwort. Manianus ist eine eigene Geschichte, die sehr, sehr schwer zu bekämpfen ist, weil es eine andere Art ist. Carola, danke fürs Abo. Vielen lieben Dank. Nee, also wie gesagt, Manianus ist eine eigenständige Sache und da hat man noch nicht mal so richtig Fische und sowas, die die fressen. Das ist echt ein Problem. Also wenn du da ganz viele hast, ist nicht so einfach. Es kann natürlich sein, dass ein Hobby-Aquarianer unter euch ist, der da eventuell eine Lösung hat. Denn auch wir wissen nicht immer alles. Ne? Manch einer hat ja was rausgefunden und dies und das und so und kann auch sein, dass es mittlerweile was gibt. Aber mir ist nichts bekannt, was Manianus irgendwie frisst. Es soll, glaube ich, einen Fledermausfisch geben oder so, aber den brauchst du dann wirklich Riesenaquarien. So, Mervin, es ist einfach anders für mich, wie auch die Wahl, Meer oder See. Beim See hast du viel mehr Aufwand mit dem Schneiden von Pflanzen, beim Meer eher mit den Wasserwerten. Ja, kommen wir auch noch zu. Wasserwert ist ja auch so ein Thema, gerade in der Basic.
Völlig überbewertet, ob es schwieriger ist. Süßwasser kann genauso nach hinten losgehen. Ja, das stimmt. Ich finde, Meerwasser ist auch überbewertet. Kommt natürlich auch manchmal so ein bisschen durch die Streams, die wir jetzt machen mit den Fachfirmen zum Beispiel. Da ist das natürlich immer ganz, ganz extrem professionell, ne? Also gerade mit den Streams jetzt mit Fauna Marine, die wir so machen, wo ich auch immer zu Claude sage, ich sage, weißt du, wir müssen eigentlich auch mal viel mehr so für die Basic machen. Also auch wenn manche das belächeln und sagen, was erzählt denn der da, weiß ich ja schon seit 30 Jahren. Aber darum geht es ja nicht. Also es geht ja einfach darum, sich auch mal auszutauschen, gerade in solchen Streams, wo ein bisschen fundiertes Wissen auch hinter ist, ja, oder auch belegtes Wissen oder meine Joberfahrung über 28 Jahre ist jetzt, habe ich mal so ausgerechnet. Also allgemein, so lange mache ich das. Das ist auch schlimm, wenn man das so lange macht, dann weiß man halt, wie alt man ist, ne? Muss man auch mal so sehen. Auf jeden Fall ist das Austauschen unwahrscheinlich wichtig. Und ihr dürft nicht immer diese hochwertigen Streams, so nenne ich es mal, jetzt mit Fauna Marine oder so nehmen. Die sind echt eine Stufe schon da ganz oben. Und die finde ich auch gar nicht mal so für Anfänger geeignet. Weil ihr werdet merken, solche Dinge, die wir mit Claude in der höheren Ebene besprechen, die kommen hier auch wieder vor, aber auf einer Etage tiefer. Und ich glaube, das ist das, was ja die Aquarianer brauchen. Sie brauchen nicht das Mittel. XY besteht aus 35,9345% dieser Menge an Zusatzstoff, blablabla. Also das interessiert ja keine Sau, sondern wir wollen ja wissen, wie wir Produkte benutzen. Und das gehört ja auch zu dieser Basic. Wie verdammt löse ich verschissene Scheiß Salz auf? Und da liegt es doch an dem Wiederverkäufer dir als Kunden. Und das auch mal in den Chat. Also auch eine Fernbeziehung funktioniert ja. Das heißt ja, der Lumi ist jetzt von mir 280 Kilometer weg, hat aber ein Aquarium zu Hause stehen, was er von uns bekommen hat. So, und wir tauschen uns auch aus. Und das machen wir nicht nur über WhatsApp oder so, das machen wir auch mal über ein Telefon und sprechen oder wie auch immer. Das machen wir manchmal sogar über das Geschäft. Also ganz normal, wie das jeder Kunde machen kann. Da ist es natürlich für mich dann immer einfacher, in der Basic ihm zu helfen, weil ich halt weiß, wie wir angefangen haben. Es ist immer sehr schwierig, wenn ihr irgendwo etwas zusammenkauft. Und das auch wieder als Tipp für die Einsteiger. Sucht euch verdammt nochmal maximal, und selbst das ist manchmal schon kritisch, zwei gute Anlaufstellen. Aber von diesen beiden Anlaufstellen muss man dann auch auswählen, welchen Weg man fährt. Man darf das einfach nicht vermischen, weil jeder dieser Verkäufer, was weiß ich, Claude Schumacher hat diesen Weg, den er da sagt, ich habe den Weg. Vielleicht findet Lumi seinen eigenen Weg auch, dass er sagt, Marc hat mir das so gesagt, aber so funktioniert es auch. Und das soll ja auch so sein. Der Mensch soll sich ja da mit diesem Hobby selber entwickeln. Natürlich fährt man auch mal was vor den Baum. Das ist ja auch bei mir so. Ja? Das ist ja ganz normal. Man muss auch einen vernünftigen Laden in der Nähe haben. Das ist halt nicht immer einfach, das weiß ich. Aber trotz alledem kann man ja auch uns aus der Ferne nutzen. Also das will ich damit halt einfach sagen, ja. Es kommt nur darauf an, welchen Weg man macht. Hallo Tobi. Existenz hat noch geschrieben, ist beruhigend zu lesen. In manchen Foren wird so geschrieben, als wäre es eine echte Kunst. Das stimmt. Bei Süßwasser hat man auch ordentlich zu tun mit Gärtnern etc. Also mir selber, muss ich jetzt mal so sagen, geht mir Süßwasser voll auf den Kranz. Das geht mir so auf den Sack. Ja, weil du kommst da rein bei Hänsel und dann, alles gut, und dann holst du wieder Chips hoch oder Nüsse. Nee, ich wollte hier gerade die Schere holen, um alles abzuschneiden. Also man schneidet da diese blöden Pflanzen und nach 4 Wochen oder nee, sagen wir mal so, nach 2, 3 Wochen kommst du wieder, kannst schon wieder schneiden, diesen ganzen Kack. Das haben wir natürlich im Meerwasser nicht. Wassertesten kommen wir noch zu. So, quasi nicht existent Fachgeschäfte. Ja, Ja, ich weiß. wobei es ist ja im Süßwasser ja auch schon ähnlich, ne? Also es wird ja immer gesagt, also zum Beispiel, ich habe einen guten Bekannten, der hat Süßwasser-Aquarist und der hat so, ich glaube, so rote Pflanzen drin und die brauchen dann ständig Eisen oder irgendwelche Tinkturen muss der reinmachen und der hat zu mir gesagt, oh Gott. Meerwasser, da musst du ja so viel Zeug reinkippen und so viel tun und machen. Und dann sagt er mir, ja, aber damit die rote Blätter ausbilden, muss ich 3 Tröpfchen davon reinmachen und 3 Tröpfchen davon reinmachen und Ja, 2 Tröpfchen davon reinmachen. auch nicht Aber es anders. ist irgendwie braun, es ist halt nicht richtig rot, es ist nichts anderes, ne? Also Ja. das, der einzige Unterschied ist, da sind halt Pflanzen und wir haben halt Tiere. Also wir haben ja so gut wie nur Tiere. Klar, es gibt auch Pflanzen im Meer, aber
Ja, ein paar Algen und so haben wir da halt, ne? Aber hauptsächlich haben wir halt Tiere, ja, das stimmt. Ja, aber ich sage ja, Süßwasser, wenn das richtig gut betrieben wird, und da freue ich mich immer noch drauf, ich nagel dich drauf fest, Lumi, dass wir diesen Süßwasser, wie nennt man das? Den Simulator. Aquariumsimulator, Der ja. Aquariumsimulator, den werden wir hier live spielen. Und wenn wir das 5 Stunden machen, ist mir kackegal. Das wird so lustig, wenn wir diesen Süßwasser, Dingsbums da spielen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Emotion 78 schreibt an Existenz, aber ich lese es trotzdem mal vor für die, die es vielleicht überlesen haben. Ich habe jetzt ein Meerwasser-Aquarium seit 9 Monaten, war und bin noch absoluter Anfänger, aber lerne jeden Tag dazu. Aber es macht sehr viel Spaß, wobei ich mich gerade ärgere. Ich habe jeden Tag Belag an den Scheiben. Werte stimmen meiner Meinung nach. Sieht auch schon ganz schön aus. Kann es sein, dass das durch Korallenfutter kommen könnte und die Strömung vielleicht zu schwach ist? Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Der Belag sieht fast aus wie das Futter für die Korallen. Naja, ihr müsst das so sehen. Also es gibt, was sowas an Belegen angeht, da kann der Lumi vielleicht auch gleich was erzählen. Also wo wir dann angefangen haben, kamen ja auch so verschiedene Belege. Man muss das tatsächlich unterscheiden. Und es gibt halt Belege, die auch nicht schlecht sind. Also es gibt tatsächlich Belege, die einfach Plankton sind, zum Beispiel, die an der Scheibe wachsen, wenn das System funktioniert. Es sind oft Lichteinstellungen, es sind verschiedene. Es kann ein Futter sein, was man zu viel benutzt hat. Es kann Aminosäuren sein. Es kann zu viel Spuris sein. Es kann, ach Gott, im Himmel, es kann alles Mögliche sein. Was auf jeden Fall wichtig ist, und das haben wir beim Lumi auch festgestellt, wieder in der Basic, die Strömung. Unwahrscheinlich wichtig. Und da kann er dann auch gleich mal ein bisschen was zu erzählen, weil wir haben ja angefangen bei deinem kleinen Nano-Aquarium mit der Originalpumpe und die hatte nochmal wie viel Liter Leistung? 500? 800? 800 Liter, glaube ich, hat die. Und ich habe jetzt seit letzter Woche, noch gar nicht so lange, seit letzter Woche habe ich die größere Pumpe drin mit 1200 Litern pro Stunde. Und naja, hier zwei Texte weiter drunten. Wer hatte das geschrieben? Tobi hatte geschrieben: Ach, und das Wichtigste, die Finger aus dem Becken lassen. Und er hat einfach so recht, weil seitdem ich jetzt eine andere Pumpe habe, sind die Hälfte der Korallen beleidigt und jetzt gehen sie so langsam wieder auf. Aber sämtliche Änderungen, die ich halt an diesem System, an diesem Biotop halt vornehme, bewirken halt immer irgendwas. Sprich, wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Mittel reinkippen würde, um irgendwie einen lilanen Belag wegzukriegen, ja, dann geht der lilane Belag weg und dafür kommt ein blauer Belag, so als Beispiel jetzt, ne? Weil das halt alles irgendwie so ein Gleichgewicht ist, was man dann durcheinander bringt. Und deswegen kann ich da definitiv Tobi einfach nur zustimmen, Finger aus dem Becken lassen. Und was wir jetzt auch haben, wir betreiben das jetzt seit November, glaube ich, ne? Nee, also seit den Herbstferien. In den Herbstferien haben wir angefangen. Irgendwann war der bei mir zu Besuch und dann hast du es halt in den Kofferraum geschmissen bekommen, ja. Ja, genau. 48 stolze Liter sind das. Und da muss man sich jetzt nochmal reinziehen lassen mit der Strömung, dass wir da auf 48 Liter, und das haben wir auch bei der Hazel, 1200 Liter Strömung fahren. Und wie du das eingebaut hast, hast du auch gesagt, leck mich fett, die Euphilia kann sich ja bewegen. Du hast ja verschiedene Korallen drin. Wir haben bei dir Weichkorallen drin. Wir haben einfach auch mal ein Aquarium, was so wirklich Einsteiger ist. Und das fand ich halt auch gut, dass du einfach gesagt hast, Mensch, ich mag diese Dinger, die sich so bewegen und immer auf und zu gehen. Wie heißt denn das eigentlich? Ja, Xenia zum Beispiel. Also das finde ich so schön an den Anfängern. Ihr seid noch nicht versaut. Ja, ihr habt noch Freude an Korallen, die also ganz anders bewertet werden. Und das finde ich auch immer in der Basic ganz wichtig. Und der Tobi hat gesagt, gut, er hat halt alles vom Privat gekauft und so weiter. Das muss ja jeder selber entscheiden, auch was er an Möglichkeiten hat einzukaufen und sowas. Private Einkäufe können gut, aber auch schlecht sein. Also es gibt auch genau den Unterschied, das Gegenteil, alles wurde privat gekauft, das Aquarium lief nicht, weil die Korallen, die man gekauft hat, als Anfänger nicht parasitenfrei hatte. Das heißt, man hat dann, weil man das ja noch gar nicht bewerten kann, von Hobby-Aquarianern Korallen gekauft und hat sich sofort den Tod in sein Aquarium geholt, weil man auf einmal eine Bakterie drin hatte, die durch Korallen reinkommen konnten. Andere Parasiten. Das muss man sehr, sehr vorsichtig abwägen. Ich muss aber auch sagen, nicht jeder Fachhandel hat halt gesunde Korallen. Das gibt es genauso, ja. Das ist ja das. Wir haben ja jahrelang, das weißt du vielleicht noch aus der Vergangenheit, wir haben ja selber importiert. Und früher war Nautilus ein Konzept. Wir haben halt sehr, sehr viel importiert und es wurde sehr schnell verkauft. Also es gab eigentlich gar keine Quarantäne oder sowas, ja. Wir wurden dann auch schon als Meerwasser-Aldi beschimpft und was da alles so kam, ja. Und
Heute, wir haben uns ja auch verändert. Das heißt, du wächst ja auch mit dem Job und Hobby und auch mit den Kunden wächst du ja weiter. Und heute haben wir auch Korallen, die halt behandelt werden vorher. Das Thema hatten wir heute erst. Du hast zum Beispiel auch Korallen für den Start dann genommen. Wir sind zwar schon wieder einen Schritt weiter, aber wie Tobi auch schon geschrieben hat, es ist unwahrscheinlich wichtig, wenn man so ein Aquarium startet, dass man sehr schnell mit Korallen anfängt. Aber da ist ja die Basic wichtig zu verstehen. Wie tickt denn mein Wasser? Also, wie du schon gesagt hast, beim Salzauflösen habe ich überhaupt das richtige Messgerät. Wir haben ja festgestellt, dass so viele Ausweichfehler oder Messfehler in der Hütte waren, ja, weil man irgendwie einen schlechten Salzgehaltmesser gekauft hat und da fängt es ja schon richtig krass an, ja. Ich sage nochmal nebenbei Hallo an alle, die jetzt zugeschaltet haben. Mein Chat, der steht so ein bisschen, weil wir halt so im Gespräch sind. Also bitte nicht böse sein, wenn ich nicht gleich alles ablese hier. Ich sage erstmal an alle guten Abend und schön, dass ihr uns zuschaut. Wir haben eine sehr schöne Anzahl an Zuschauern, was mich sehr freut, Lumi. Sehr schön. Wir Mich müssen auch. irgendwann den Durchschnitt von 75 Zuschauern schaffen. Dann freuen wir uns. Hallo erstmal an alle. Ich gucke mir eure Texte nebenbei immer mal an, aber ich muss dann auch einmal durchscrollen, um ein bisschen aktuell zu sein. Das ist Genau, halt. du kannst ja mal lesen, ich springe noch mal kurz zurück. Also, Ja. wir hatten dann, wir hatten ja kurz erzählt, ich hatte, wie gesagt, dann den Riffaufbau gemacht. Der war dann nach Ewigkeiten ging es dann in Ordnung, ging es dann so. Und das Schöne ist ja dann noch, ich habe das ja zusammen mit meiner Freundin, mit der Carola gemacht, die hier auch im Chat ist. Und wir haben einfach grundlegend verschiedene Ansichten. Ich habe gesagt, es muss ein Riff sein und für sie musste es dann zusätzlich noch ästhetisch schön sein. Und das sind Dinge, je nachdem, weil man das Steine hat, das sind halt Ziele, die durchaus konkurrieren können. Sie müssen nicht, aber sie können halt konkurrieren. Und damit hatten wir dann halt eben Probleme, dass sie gesagt hat, ich finde das aber so schön und aber nee, das sieht da aus wie ein Lagerfeuer, da haben wir gar keine Stellflächen, weil du gesagt hast, wir brauchen Stellflächen für Korallen. Jetzt klar, man kann mit Korallenkleber alles vertikal, horizontal in jede Richtung kleben, wenn man das will. Aber irgendwie braucht eine Koralle auch immer noch mal wieder Licht. Sprich, wenn man die unter einen Stein klebt, bringt sie halt einem einfach nichts. Oder die meisten Korallen brauchen Licht. Naja, auf jeden Fall, der Riffaufbau war dann irgendwann fertig. Dann haben wir Wasser halt reingetan, das Salzwasser erstmal. Dann habe ich erstmal das Testen geübt, und dann kamen Schnecken. Das waren so die ersten, da hatte ich ja dann die kleinen Schnecken von Nachzuchten von Häseleis bekommen. Genau, das war ja dann so die erste Biologie, die reinkam. Und dann kam halt eben irgendwann das, was du ja auch gesagt hast, es müssen recht schnell Korallen rein. Sodass wir dann ja uns darum gekümmert haben, dass wir die Korallen eben da dann ins Becken reinkriegen. Und da bin ich ja dann zu dir gekommen und du hast ja zu mir gesagt, so, was willst du haben, was willst du machen? Und ich dann so völlig überfordert. Und ich dann den Spieß umgedreht und gesagt, komm, sag du mir mal, was du für sinnvoll erachtest. Und mir persönlich ist es völlig egal, ob die Koralle jetzt 500 € kostet, ob die Koralle 10 € kostet. Es muss für mich ästhetisch schön sein. Und was ich sehr, sehr wichtig finde als Anfänger, es hilft keinem was. Gut, dem Händler vielleicht, wenn du viele Korallen kaufst, weil du sie alle kaputt machst. Dem Karma-Konto des Händlers dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Es hilft keinem was, wenn ich da Korallen reinkrache, die so empfindlich sind, dass ich sie gar nicht halten kann. Also lieber Korallen nehmen, die einfach auch ein bisschen was abkönnen, die dann sich mal ein bisschen einziehen oder wieder ein bisschen zurückbauen, ne? Also wieder Weichkorallen zurückgehen. halt. Ne? Genau, Weichkorallen. Oder ihr Wachstum dann einstellen. Das ist besser als alles andere. Und was ich sehr viel wert finde bei den Weichkorallen, ich kann halt gut erkennen oder recht gut erkennen, geht es meinem Becken aktuell recht gut oder eher nicht so gut, weil die Weichkorallen kommen raus aus ihrem Haus, wenn es ihnen gut geht und sie verziehen sich, wenn es ihnen schlecht geht. Da kommen dann noch wieder so ein paar Sachen, dann häuten sie sich mal, dann sind sie auch mal ein paar Tage zu. Das ist dann auch wieder für so einen Anfänger so, das weiß man am Anfang nicht und dann Ja. sitzt man da. Die Fuck. Sinularia, was ist mit der? Warum kommt da jetzt hier nichts raus? Hallo, Warum hallo, sieht das tick, tick, aus wie so tick. ein schlaffer Ja, Piep, genau, ja, genau, ne? Oder sackt dann zusammen. Das war ja am Anfang auch. Wir hatten dann die Ja. Korallen reingesetzt. Ja, und das Bäumchen, das lag dann da. Und ich so, was jetzt? Ist das tot? Und dann war es ein Tag und ich so,
Schreibe ich jetzt Marc an, schreibe ich ihn nicht an, und Caro dann schon ein bisschen Panik gekriegt. Das glaube ich, ich glaube, es ist tot. Ich glaube, es ist tot. Ich so, wir lassen das jetzt drin. Das wird auch noch einen Tag länger tot sein. Und dann richtete es sich tatsächlich wieder auf. Da war dann auch wieder die Sache, da habe ich dann halt auch wieder ganz viel gelesen im Forum, und das war eigentlich ein Fehler in dem Moment. Ich hätte dich einfach gleich anschreiben müssen, hätte sagen müssen, hier, pass auf, so und so sieht es jetzt aus. Na, hättest du gesagt, ist völlig normal, ist eine Weichkoralle, die passt sich ans Wasser an, die ist jetzt ein bisschen beleidigt, gib der mal 3, 4, 5 Tage. Wenn sie das in 1,5 Wochen immer noch macht, dann melde dich nochmal. Genau, wir haben halt gesagt, das ist ja so, die Wasserwerte sind ja am Anfang auch wichtig. Also du hast ja gemerkt, obwohl du da nichts in der Hütte drin hattest, hattest du ja trotzdem schon pH-Schwankungen und so ein Kram. Und das hat halt damit zu tun, dass man Bakterien zuführt. Und diese Bakterien natürlich auch schon gewisse Dinge übernehmen im Aquarium, auch atmen und all solche Sachen. Und tatsächlich ist die Basic sehr wichtig, dass ihr als Einsteiger unbedingt auf diese typischen Werte Calcium, Magnesium, Carbonathärte achtet. Das ist tatsächlich auch schon wichtig, ohne dass irgendeine Koralle dieses Aquarium überhaupt jemals je gesehen hat. So, und anhand von Weichkorallen merkt man dann halt, wie frisch so ein Aquarium eigentlich ist. Weil viele sagen ja immer, Weichkorallen sind Anfängerkorallen, aber die sind durchaus in der Lage, euch schon den Weg zu zeigen. Also wenn die sich nämlich zum Beispiel häuten, so wie es beim Lumi war, wo der sagte, ey, was geht denn da? Wie sieht denn das Ding jetzt aus? Was ist denn da passiert? Weil die sich ja immer so extrem verändern, auch wenn sie denn zugehen. Das sind alles Zeichen für euch und auch Korallen, die das mal verzeihen, aber trotzdem gute Wasserwerte brauchen. Es gibt halt keine Koralle. Also die schlimmste Frage, die ich immer habe, oder wenn einer zu mir in den Laden kommt und sagt, so, ich brauche jetzt mal Einsteigerkorallen und die müssen was abkönnen. Dann denke ich immer, fuck, lass die Korallen lieber hier, weil wenn die was Was abkönnen müssen, dann Benzin? könnte das schon ziemlich heftig werden für die, weil egal was für eine Koralle ihr habt, auch eine Xenie zum Beispiel, das ist zum Beispiel sehr empfindlich, wenn man die von einem Aquarium ins nächste packt. Bei dem einen geht sie sofort tot, bei dem anderen vermehrt sie sich wie blöd. Also es gibt zwar Anfängerkorallen, aber ich sage euch, bitte immer mit Vorsicht genießen, weil auch Montipora, wie die so heißen, können auch mit Tod reagieren, wenn irgendwas gar nicht funktioniert. Ja, und das fängt halt bei diesem Salzgehalt an. Ich antworte nochmal ganz kurz auf die Frage von dem Dustin. Hab derzeit ganz viele kleine weiße Staubkörner, ähnlich wie Eier auf dem Gestein. Was könnte das nur sein? Wenn du zum Beispiel Napfschnecken hast, also Nerita, diese, ich weiß nicht, Dustin, ob du die bei mir geholt hast, diese kleinen, man sagt auch Militärhelmschnecken dazu. Wenn die durchs Aquarium kriechen, legen die ihre Eier wie so kleine weiße Pocken, so nennen wir es mal, an die Scheiben und an die Steine. Das ist nichts Schlimmes. Du kannst sie halt entfernen, weil leider können wir diese Schnecken bei uns nicht vermehren. Das passiert tatsächlich nur mit der sogenannten Trochusschnecke. Da haben wir dann immer mal Babys rumlaufen. War bei Hazel Eyes so. Die hatte von mir diese Trochusschnecken bekommen. Und Das sind diese China-Hutschnecken, ne? Diese ja, kleinen genau. Dreieckigen. Die werden immer so als Turboschnecken betitelt, gehören aber eigentlich in die Gruppe der Turbanschnecken. Also, ne, so ein. Und das sind so Schnecken, die unwahrscheinlich viel an Algen verzehren. Ist übrigens auch eine sehr gute Algensteigerschnecke. Und da kommen wir gleich nochmal zu der Basic. Aber mich interessieren noch ganz andere Sachen. Unsere drei Neuen sind schön aufgegangen. Sehr gut. Servus, Björn. Da bist du beruhigt. Alles klar. Die Schnecken mit, ja, also wie gesagt, die meisten Schnecken, die wir haben. Also bei den Trochus ist es so, da kann das Aquarium mal ganz weiß sein auf einmal. Hast du das eigentlich auch gehabt bei dir? Inwiefern? Also bei Trochusschnecken ist das so, also das ist immer unser Problem, wenn wir die importieren zum Beispiel und die kriegen ein anderes Wasser, dann fangen die an und wollen sich vermehren. Also Samen, die dann einmal so ins Aquarium ab und dann hast du so einen weißen The Fog, Nebel des Grauens in der Hütte. Und wenn du da so einige Schnecken von hast, dann kann das ganz weiß werden und die viele verfallen dann in Panik. Und da hilft einfach mal ein bisschen Wasserwechsel machen oder halt so Zeolithwasser oder sowas reingeben. Hallo Neo, mein Lieber, Grüße in die Schweiz. Nee, hatte ich tatsächlich nicht das Moin Rotdorn. Problem. Nee, also wie gesagt, Trochus können das tatsächlich machen. Also alle, die dieses Häuschen haben, so spitz, können halt diese Vermehrung dort machen. Und dann hast du auf einmal ein weißes Aquarium. Und bei den Nerita-Schnecken, da hatte ich ja heute im Stream
Schnecken das Thema, dass die immer rauskrabbeln können am Anfang. Also achtet bitte auch darauf, wenn ihr ein Aquarium habt. Manche Schnecken suchen erstmal das Weite und wollen gerne auch außen erkunden. Das machen die einen mehr als die anderen, aber da halt immer ein bisschen nachschauen oder uns nachfragen. Also manchmal sage ich es dann gleich von mir aus, aber manchmal vergesse ich es auch. Ja. Aber kommen wir nochmal zurück. Wir sind ja bei der Basic immer noch. Also wir waren ja bei den Steinen und so. Temperaturtechnisch hast du dann auch die 25 Grad eingestellt, denke ich mal, mit deinem Heizer. Richtig, genau. Das hatte ich dich, glaube ich, gefragt. Hatte ich gesagt, hier, so, was nehmen wir für Temperatur? Und da hast du dann gesagt, 25. Das ist ja, glaube ich, so klar, tatsächlich so die Aquaristische, Standard-Aquarianer, genau, die aquaristische aquaristische. Temperatur. Die ist ja süß wie Meer, Wasser eigentlich gleich. Ja. Gibt für bestimmte Anwendungsfälle gibt es immer mal welche, die ein bisschen drunter oder höher fahren. Das kann sicherlich immer mal sein, aber das ist so die Normtemperatur. Und die hatte ich dann eingestellt, fahre ich nach wie vor. Ja. Was übrigens auch ein Basic-Tipp ist, manche werden lachen, wenn wir über sowas reden, aber ich finde das immer total wichtig. Ich habe mal so einen Fall gehabt jetzt. Da kommen wir nochmal zum Thema Teilwasserwechsel, also auch mit Temperatur zum Beispiel, solche Geschichten, ja. Bitte, liebe Anfänger, ganz wichtig, wenn ihr diesen Stream euch nachträglich reinzieht, was ich hoffe, achtet doch bitte drauf, wenn ihr einen Teilwasserwechsel macht, bitte zerstört nicht euer ganzes Riff dabei. Das haben wir sehr, sehr oft schon gehabt, dass Kunden, also ich sage jetzt mal als Beispiel, der Lumi hat gelernt, wie man Salzwasser herstellt. Er hat den richtigen Salzgehalt entwickelt. Wir nennen es echt mal entwickelt, ja, weil für viele ist es eine Entwicklung am Anfang, einen Salzgehalt herzustellen. Dann hat man so ein kleines Aquarium, am besten noch mit einer Nachfüllanlage. Also der Lumi hat sich auch, das ist mein Tipp an alle Neulinge, gönnt euch bitte eine Nachfüllanlage. Denn es ist sehr Beste. wichtig, wenn wir Beste. Wasserverdunstung haben, dass die Salzdichten schwanken. Und wenn ihr halt ein kleines Aquarium habt, dann ist es unwahrscheinlich wichtig, dass das auch regelmäßig aufgefüllt wird. Je kleiner so ein Biotop ist und ihr lasst da Wasser verdunsten, und das nochmal auch für die Anfänger, wenn Wasser verdunstet, kippt man im Gottes Namen auf gar keinen Fall Salzwasser drauf. Das ist jetzt so eine richtige Basic, ja. Aber ihr werdet lachen, das sind Dinge, die sind mir im Geschäft passiert. Da wird gefragt halt, ja, das Wasser ist verdunstet und dann habe ich das immer wieder aufgefüllt und irgendwie waren irgendwann alle Fische tot. Warum? Was hast du gemacht? Naja, ich habe es aufgefüllt einfach. Ja, und ja, hast du halt Süßwasser aufgefüllt, wenn das, nee, Salzwasser. Okay. Das war nachher so schlimm, dass die Fische nicht mehr abtauchen konnten, weil so viel Salz drin war, dass sie oben geschwommen sind, wie auf Tote dem Toten Meer. Meer. Ja, das sage ich dann immer ganz gerne, damit die Leute halt verstehen, worum es da eigentlich geht. Also, wenn Wasser verdunstet, und nehmt es mir nicht für übel, auch jetzt für die Fortgeschrittenen, aber wie gesagt, wir sind ja im Basic-Stream. Ich möchte das immer wiederholen, immer wieder, immer wieder, weil genau das ist das, was fehlt in der Scheiß-Aquaristik-Szene. Ihr diskutiert über 1.000 Millionen Sachen, aber es passieren so Dinge, dass also verdunstetes Wasser mit Salz aufgefüllt wird. Das ist kein Witz, das habe ich alles erlebt. So, und deswegen nochmal, also auf jeden Fall Osmosewasser anwenden. Ja, es gibt auch Aquarien tatsächlich, die mit Leitungswasser laufen, Flori. Ja, Gibt's gibt auch. es auch. Du kannst auch destilliertes Wasser nehmen als Kannst du auch. Zwischenvariante, wenn man es mal ganz nötig hat. Wenn es ganz dringend ist, ne? Also kann man mal machen. Auf Dauer haben wir da keine guten Erfahrungen mitgemacht, weil Destillation ist nicht unbedingt gleich Ja, Umkehrosmosewasser. ja. Da bitte auch so ein Basic-Thema. Das ist das Schöne, was wir in den Gesprächen dann ja auch haben, weil du sagst es ja gerade selber, das kann man mal als Notlösung nehmen, wenn es gar nicht anders geht. Aber Osmose ist schon die bessere Wahl, weil wir einfach noch sauberes Wasser haben und kein destilliertes Osmose, ne? Osmose halt. Ja. So, voll entsalzt. Und aber es gibt tatsächlich auch Kunden in Leipzig, weiß ich einen, der, da haben wir mal einen Stream von gemacht und der macht das 100% mit Leitungswasser. Auffüllen, herstellen und so weiter. Eins der wenigen Aquarien, was ich kenne, also als wir den Stream damals gemacht haben, sind alle umgefallen, weil die hören, ja, was? Leitungswasser kann doch nicht wahr sein. So, und wir haben bei dir auch einen Nachfüller eingebaut, weil du auch festgestellt hast, wie viel da eigentlich ganz schön, also verdunstet, ne? Ja. Hast du bei dir eigentlich noch die Glasscheibe drauf, also den Deckel oben? Ja, die Glasscheibe habe ich immer noch drauf. Du hast den drauf. Ja, genau, ich habe die drauf. Und ja, trotz der Glasscheibe von Anfang an
ist da unglaublich viel Wasser raus verdunstet und das ging mir einfach sowas von auf den Pinsel, da jeden Tag da irgendwie von Hand immer wieder das Wasser rein zu pempeln, sodass ich dann gesagt habe, irgendwann hier, pass auf, komm vor, weil wir hatten einer, Moment, Existenz war das, ne, hat gesagt, oh, so viel Zeitaufwand und so, kann ich leider nicht negieren. Also gerade am Anfang, jetzt mittlerweile geht's. Ich mache mittlerweile nur noch Füttern und dann Wasserwechsel einmal in der Wohnung, in der Wohnung, einmal in der Woche Teilwasserwechsel. Das sind so die einzigen Sachen, die ich noch so groß mache und dann zwischendurch nochmal testen, wenn ich der Meinung bin, ich teste jetzt nochmal. Aber ansonsten fahre ich tatsächlich so die Devise Finger raus, lass das Aquarium ein Aquarium sein. Und deshalb war es für mich halt auch wichtig, dass gerade solche Sachen, alles, was ich technisch automatisieren konnte, zu automatisieren. Und da ist definitiv die Nachfüllanlage ein gutes Mittel der Wahl gewesen. So, das gibt es in technischer, also in elektrischer Variante, als auch in physikalischer Variante, dass man sich so eine Flasche hinten auf den Rücken schnallt. Kommt halt immer auf die Größe des Aquariums drauf an. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein 200 oder 300 Liter Aquarium habe und ich habe da die 20 Liter Kanister hinten dran hängen, verkehrt rum auf dem Kopf, sieht halt ästhetisch jetzt nicht so geil aus. Das stimmt. Wie so ein Backpack hier mit diesen Funktionsflaschentaschen an der Seite. Nee, da ist dann natürlich eine Nachfüllanlage unabdinglich, ne? Aber gerade wenn man Nano hat, das ist halt auch dafür, würde ich auch immer eine Nachfüllanlage empfehlen. Einfach aus ästhetischen Gründen. Klar, ich kann die in meinen Technikschrank unten reinstecken, nee, ist sie weg. Aber eben auch aus rein physikalischen Gründen, ne? Weil wenn ich jetzt Salz im Glas habe und das Wasser da verdunstet, das Salz bleibt halt immer noch drin, aber die Konzentration verändert sich. Ja, und je kleiner so ein Aquarium Richtig, ist, genau. je kleiner so ein Aquarium ist, umso krasser ist das halt für das System. Und wir haben ja, wurde auch schon im Chat geschrieben, es ist wichtig, dass wir so eine Art Balance fahren, ne? Dass wir möglichst diese Dinge tun, um das Aquarium in einem Gleichgewicht zu halten. Und das ist halt für die Einsteiger oder für alle immer sehr wichtig zu erkennen, wie funktioniert mein Aquarium eigentlich? Und das ist ja das, was wir als Hobby eigentlich auch machen wollen. Wir wollen uns eigentlich hauptsächlich vorsetzen und uns das Ganze angucken. Aber es fällt und steht tatsächlich mit dem Start. Und das heißt, das, was wir am Anfang falsch planen oder gedanklich auch falsch umsetzen, rächt sich später. Das heißt, wenn wir also eigentlich schon positiv anfangen, also sprich einen guten Plan haben, einen guten Weg haben, und natürlich muss das Verständnis da sein. Das heißt, der Mensch, der das Hobby ausübt, der muss unbedingt Bock darauf haben. Das ist ganz wichtig, weil dadurch, dass wir ja auch gehandicapt sind, da wir halt nicht mehr alles bekommen, so wie es ist. Also sprich, für mich ist halt immer dieses Thema lebende Steine immer noch ein ganz wichtiges Thema, weil das auch ein Stück weit die Meerwasseraquaristik, finde ich, zumindest erschwert hat. Also wir haben mehr Schwankungen und sowas drin. Klar, wir haben nicht mehr diese Parasiten und so, ne? Viele haben gesagt, ja, du kannst das ja besser aufbauen, du hast diese Möglichkeiten, das. Das mag alles sein, das konntest du mit lebenden Steinen genauso machen. Man musste halt da nur wissen, wie das Ganze gemacht wird. Und bei lebenden Steinen musst du halt eine gewisse Art und Weise vorbereiten, damit du die genauso bearbeiten kannst wie ein Kunstgestein. Das ist alles möglich, haben wir auf Rügen mal gemacht mit einem 1000-Liter-Aquarium. Die liebe Mandy, ich weiß es noch, da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, 150 Kilo lebende Steine verbaut auf so ein ganz großes Aquarium und die haben wir halt genauso zusammengeformt und gebaut mit Riefgedönse und Gemache und Geklebe, wie man heute die Totensteine macht. Aber letztendlich fand ich, hattest du ja auch ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Ich weiß nicht, was waren so, kannst du noch so Revue passieren, was so deine Fehler waren, die du so für dich gemacht hast? Wo du so jedem sagen kannst, hier Leute, wenn ihr das macht, da habe ich irgendwie den Fehler gemacht. Oder hast du irgendwie was gemacht, wo du sagst, was dir jetzt so einfällt, wo falsch ist, wo du sagst, oh, was hat er mir das erzählt? Stimmt, Alter, ist ja voll logisch oder so. Gab es da irgendwas? Ich überlege gerade, ich hatte was, aber was waren das, was ganz doof war? Also ich hatte ja dann zwischendurch ist ja das Aquarium dann einmal aufgrund von Testproblemen ein bisschen gecrashed, was Erzählst ruhig Phosphat mal. angeht. Kannst Genau. ruhig reden. Das ist alles gut. Das ist ja Genau. sehr wichtige Erfahrung und das ist Ja, ja genau. das. Also ich habe halt zu diesem ganzen System habe ich einen Testkoffer von JBL bekommen von Marc. Und der hat dann halt gesagt, hier, pass auf, da ist alles Wichtige drin. Nitrit, Nitrat,
pH-Wert, Calcium, KH, Magnesium, alles, was man braucht, ist halt eben drin. Den hatte ich dann halt gehabt und unter anderem habe ich dann halt eben auch einen Phosphatwert gemessen und ich hatte mich halt nur gewundert, okay, Korallen sind zu. Die Zoa ist über mehrere Tage zu gewesen. Die Xenia, das fing dann irgendwie an, nicht mehr richtig pumpen zu wollen. Die hat quasi ihren Dienst quittiert. Und tja, was ist jetzt so? Also, was fängt man an? Wieder diese Forengeschichte. Wasserwerte. Erstmal Wasserwerte. Erstmal aber alle möglichen Wasserwerte. Diesen ganzen Koffer, den ich hatte, erstmal alle möglichen Tests gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe. Erstmal alles einmal durchgetestet. Ja, und dann kam raus, Phosphat 0,0. Genau. Okay, alles klar. Ich dann Marc Bescheid gesagt, hier getestet, so und so, Phosphat 0,0. Also ja, das ist ein bisschen blöd. 0,04 wäre total toll. Ich bring dir mal was Bisschen blöd. mit. Ich bring dir mal was mit. Limitierung kennen Sie, aber halt NN ist nie gut. So. Ich bringe da mal was mit, um das eben nachzudüngen. Alles klar. Reingeschüttet, gemessen. 0,0 reingeschüttet, gemessen, 0,0 0,0. reingeschüttet, gemessen. Also natürlich immer jeden Tag, ne? Nicht alles auf einmal. Ich habe das dann jeden Tag immer wieder morgens gemessen, dann reingeschüttet. Hab dann auch mich gewundert, dass es immer bei 0,0 war. Hab dann extra wirklich auch von dem Phosphat da wirklich in Tropfen genommen und nur diesen Tropfen Da rein, ne? gemessen, ne? Um das richtig einmal live zu sehen. Da war es blau, ne? Funktioniert der Test? Und es war blau, Ja, genau. Er ja, ja. funktionierte. So. Ja, genau. Es war blau. So, und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Okay, Ende vom Lied war, ich hatte dann wieder einen viel zu hohen Phosphat über 1 und es war dann quasi die ganze Biologie alles einmal durcheinander. Ja, das war ein ziemlich krasses Problem eigentlich, ne? Ja, Das hat ganz genau. schön reingehauen. Also da haben wir Glück Genau. gehabt, dass wir eigentlich nichts verloren hatten, oder? Hat es auf Tiere verloren? Die Zoa, die hat einige Köpfe verloren, aber nicht komplett. Also wir haben kein Tier komplett verloren zu dem Zeitpunkt, ne. Ja, und das war ein allgemeines Problem. Also viele sind gerade mit Sicherheit zusammengezuckt, als du gesagt hast, Marc hat mir einen Testkoffer von JBL gegeben. Das ist ja so das Hassobjekt der Meerwasserszene geworden. Da möchte ich kurz einhaken. Also, ich finde diesen Koffer total super, weil der Test, also ich habe dann Tests bekommen von Tropic Marine und dieser Testkoffer arbeitet auch mit Farben. Ja. Das Problem ist, er arbeitet mit Farben zwischen, unterscheiden Sie zwischen weiß und weiß. JBL hingegen hat Farben, die man auch sehen kann, auch als Mann tatsächlich. Also nicht nur so feine Nuancen. Deswegen finde ich tatsächlich von der Anwendung her den JBL-Koffer total, total super. Also da kann ich echt nichts Schlechtes drüber sagen. Ich nutze nach wie vor den Koffer noch für Nitratgeschichten. Ich nutze ihn noch für Machst du da alles, KH. machst du da Calcium noch mit oder nicht mehr? Nee, der ist leer. Da habe ich jetzt den Tropic Marine immer noch. Genau. Also ich denke allgemein, also auch für die Anfänger ist wichtig, Testkoffer haben halt Vor- und Nachteile. Ein Testkoffer an sich oder flüssig, Björn sagt ja gerade, hat einer schon mal brauchbare Ergebnisse gehabt. Ja, die gibt es tatsächlich, diese brauchbaren Ergebnisse. Die hat man dann, wenn man A richtig testet. Das ist ja ein großes Problem und das ist auch ein Schwachpunkt für die Anfänger. Deswegen müssen wir da unbedingt mal so einen Teststream auch machen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass in den Anleitungen zu wenig drin steht in diesen Testkoffern. Viel zu wenig drin. Da wird nur grundmäßig, aber das leider nehmen das die Firmen auch nicht an. Also man kann da labern, wie man will. Also zu diesem ganz kurzen Thema nochmal zurück mit dem Phosphattest. Das haben wir ja mit JBL und du bist ja nicht der Einzige, der es hatte. Das hatte Sandra, das hatte ich auch in der Firma. Ja, also wir haben halt Ja. festgestellt, dass dieser Phosphattest ein Problem hat. So, wir haben das jetzt dem Außendienst mitgegeben, weil wir eine ganze Charge davon hatten und haben gesagt, kümmere dich. Das Problem, das ist das, was ich sagen darf, was ein Hersteller nicht über einen anderen Hersteller sagen darf, ist, dass viele der Firmen viel zu groß geworden sind. Das ist ein echtes Problem. Wenn ich schon irgendwo sitze und muss ein Ticket ziehen, um eine Antwort von einer Firma zu bekommen, dann läuft da für mich was verkehrt. Das ist nicht, hat nichts mehr mit Kundenservice zu tun, für mich. Weil ein Ticket, ich habe jetzt ein Problem,
mein Test funktioniert nicht. Ich schieße mir hier gerade mal mein Aquarium ab mit 1 Milligramm Phosphat, ja, was durch einen Test verursacht worden ist, der nicht funktioniert. Jetzt schreibst du da eine E-Mail hin zu JBL und die kommen dir mit einem Ticket. Und das Ticket wird dann irgendwann eingelöst nach 2 bis 3 Tagen. Bis dahin ist das Ding tot. Ja, Ja. so, man sagt es einem Außendienst, sagt, pass auf, so und so ist es. Und ich warte heute noch auf eine Antwort. Das ist jetzt wie lange her? 3, 4 Wochen? So, wenn man das jetzt bekannt machen würde, öffentlich breit treten, was wir jetzt gerade hier eigentlich machen, dann kommen sie wieder an, ach, es tut uns aber leid, um, ach, oh Gottchen, und nein, aber genau das ist halt der falsche Ansatz. Und deswegen stehen wir als Wiederverkäufer oder ich natürlich dann in der Pflicht, um mich zu kümmern, zu sagen, Alter, da stimmt was nicht. Und das ist auch ganz wichtig. Auch hier wiederum geht dann nicht in irgendwelche blöden Facebook-Gruppen oder was auch immer und meckert über irgendwelche blöden Tests, sondern geht verdammt nochmal zu dem, wo ihr das Ding gekauft habt, damit man agieren kann. Ist auch ein Basic-Ding, was oft falsch gemacht wird. Es wird etwas gekauft, was nicht funktioniert, und dann geht man in die breite, weite Welt und redet drüber. Was bringt uns das? Gar nichts. Weil die Hersteller dann auch nicht reagieren. Ist doch klar. Selten Ja. tun sie das. So, und deswegen müssen wir als Wiederverkäufer in der Pflicht stehen und sagen, so wie wir es bei dir gemacht haben, mach das Ding weg. Ja. Wir dürfen damit nicht mehr testen, wir müssen den Weg finden. Ja. Wir haben das reklamiert und dann liegt es halt an der Firma an sich, die das herstellt, sich zu melden und zu sagen, hier, wir haben ein Problem. Und ich habe gerade ein Problem mit dieser Firma, weil ich das nicht in Ordnung finde, dass wir da kein Feedback bekommen. Genauso ist es ein Problem. Auch für alle Anfänger bitte, also Testkoffer des Grauens. Manchmal ist es tatsächlich so, wir haben alle oder alle Firmen oder ganz viele Firmen, ich weiß nicht, ob es, also Waltrobic Marin war es damals auch, also wenn wir diese normalen KH-Tests hatten, die auf Tröpfchenmethode funktioniert, also wo ihr diese Tropfentests zählt, passt bitte auf, die kippen euch weg nach ein paar Wochen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ja, wir haben getestet und dann messe ich in meinen Anlagen KH6. Der Test ist 3 Wochen geöffnet. Du hast aber 8 in der Hütte. Und dann passiert das, was dir passiert ist. Zwar jetzt nicht mit dem Phosphat, aber halt mit einem KH-Test. Ich hau da KH rein und habe eine KH von 12. Ich meine, die Korallen fallen da nicht von tot um. Aber das Grundproblem ist doch, dass ich finde, dass halt diese Firmen einfach nicht reagieren. Ja, und das ist ein Thema, was die Anfänger natürlich auch erschrecken könnte dann. Und deswegen nochmal, sucht euch einen vernünftigen Fachhändler, wenn sowas rausgefunden wird. Und als Tipp, wenn ihr Testkoffer kauft, das machen wir dann auch in diesem nächsten Stream, nehmt halt immer eine Lösung mit dazu, wo ihr checken könnt, ob der Test noch funktioniert halt. So, Ja, ne? das ist definitiv eine gute Sache. Hier kam eben das Thema Phosphat auf oder kommt gerade auf, was die da nehmen. Hier wird jetzt ganz viel von Tropic Marin Phosphattest, findet Dietmar zum Beispiel gut. Ich persönlich bin dann auf den HANA-Checker gegangen und habe damit tatsächlich gute Erfahrungen. Genau, weil die Anwendung einfach recht einfach ist. Da gibt es auch sicherlich immer wieder Leute, die sagen, aber oh, ich habe auch da schlechte Erfahrungen gehabt. Das Ja, ist einfach so. das Das ist hast nun du mal auch. Chemie. Das kann einfach überall immer passieren. Erik sagte ja hier gerade dann, soll man den Test zweimal machen und gucken, ob die beiden Testergebnisse gleich sind oder ähnlich sind. Dann hat man ja eine Verifikation. Das ist durchaus eine Möglichkeit, wobei auch da ist natürlich dann immer die Gefahr dabei, dass wenn der Test komplett gekippt ist, dann wird er auch zweimal. Falsch Ne? testen. Genau, ist halt kein Klärwerk, der kann halt aus Scheiße keine Bonbons machen. Ja, genau. Also für die Anfänger ganz wichtig, also da jetzt keine Angst bekommen, sage ich nochmal klipp und klar. Ja. Wenn ihr halt beim vernünftigen Fachhandel seid, haltet den halt auf dem Laufenden. Das machen ja meine Kunden auch. Das heißt, wenn die Wasserwerte checken, dann schreiben die sich das auf und dann sagen sie, wenn sie das nächste Mal zu mir kommen und dann sind solche Sachen, die halt auffallen. Also da ist immer wichtig für die Anfänger, wartet bitte nicht so lange mit Problemklärung. Das heißt, wenn man also irgendwie was merkt und es fällt einem auf, dann halt nicht 2-, 3-mal merken und auffallen lassen, sondern relativ schnell dann sich melden und sagen, hier, pass auf, wir haben das und das festgestellt, dann können wir da sofort hinterhaken. Und das ist für die Anfänger ganz wichtig. Also nehmt es halt nicht alles so hin und sagt jetzt nicht, dass noch 3-, 4-mal und dann, hier, irgendwas stimmt die überhaupt nicht. Irgendwie sind jetzt alle meine Korallen tot, sondern als Einsteiger achtet bitte darauf, immer schnell zu reagieren, wenn euch irgendwas auffällt, weil ihr könnt es ja auch nicht wissen. Weil es einfach ein neues Hobby ist. Das Auto Ja. ist für mich auch. Es muss fahren, bremsen, schalten, alles Mögliche muss es können. Ja. Aber ich bin auch kein Experte in Sachen Auto. Ja. Lumi, wie fühlst du dich?
Alles Ja, gut? Es geht noch? alles gut, ja. Ich Okay, finde sag hier ruhig noch. gerade den Ansatz oder auch was du gerade gesagt hast mit der Referenzlösung, finde ich tatsächlich eine gute Sache. Also ich selber habe keine Referenzlösung bisher, habe aber ein paar ICPs Ja. gemacht in der Zeit, als es ein bisschen schwierig war und habe dann aufgrund dieser ICPs dann quasi meine Referenz gebildet, weil ich gesagt habe, okay, also mein Tröpfchentest ist immer so um 10 Einheiten bei Magnesium und Kalzium abgewiesen, wichen plus minus. Ich konnte nicht immer sagen, es ist immer 10 drunter, sondern er war immer plus minus 10. Das kann durchaus aber auch meine Messfehlertoleranz gewesen sein. Aber ich wusste, dass dann halt, okay, wenn der jetzt, keine Ahnung, mein Tropfentest 480 angezeigt hat, das ist definitiv zu hoch. Ja. War er bei 440, wusste ich, okay, alles klar, das kann jetzt zwischen 430 und, ne, das ist dann in Ordnung. Genau so Was kann man das halt machen. wichtig ist für die Einsteiger jetzt nochmal, damit ihr nicht gleich die Hosen und Buchsen voll habt. Generell ist im Meerwasser tatsächlich das Testen eine wichtige Option. Man bekommt aber auch bei guten Testkoffern halt immer so Art Referenzblätter mit dazu, wo man halt ungefähr weiß, wo muss ich sein. Das Testen soll aber nicht zum Burnout führen. Natürlich ist das Ja. Testen eine Sache, die man lernen muss. Die gehört auch dazu. Das wird im Süßwasser, normalerweise müsste man das im Süßwasser auch machen. Da wird es sehr vereinfacht. Aber auch die Süßwasseraquarien, da gibt es viele, die dann nicht richtig funktionieren, ja, weil sie halt nicht getestet werden. Also wir haben da auch so Fälle, wenn du da Phosphate ohne Ende und Nitrate ohne Ende, dann kommen dann die Leute so, meine Pflanzen wachsen nicht und blubber bla. Ist es eigentlich genauso wichtig, im Süßwasser zu testen wie auch im Seewasser. Und ICPs, also jetzt auch für die Anfänger wieder, wenn ihr das schaut, ICP ist halt die höchste Stufe der Messtechnologie im Moment. Das heißt, man hat dort die Möglichkeit, dass man Wasser nimmt aus dem Aquarium und dann halt in ein Labor schickt und dort sogenannte Wasseranalysen bekommt. Und diese können dann diverse Fachhändler, da gehöre ich auch zu, mit Nautilus, euch mit euch zusammen auswerten. Das heißt, wir begleiten euch auch in den Wasserwerten und können euch so ein bisschen lenken und tatsächlich auch anhand der Wasserwerte, das haben wir beim Lumi ja auch gemacht, das Aquarium so ein bisschen steuern. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und Referenzlösungen können ausfallen. Ja, das heißt, wenn die zu lange offen sind, muss man die bitte ersetzen. Ich selber würde eine Referenzlösung nie länger als ein halbes Jahr irgendwo rumstehen haben, dann würde ich die tatsächlich wegschütten und eine neue kaufen. Wenn das sogar reicht, es kann auch sein, dass es noch ein bisschen kürzer ist. Aber nach einem halben Jahr würde ich, glaube ich, das Ding auf jeden Fall rausziehen. Was auch wichtig ist, die Lagerung von diesen Tests. Also die Blumenbank bei Oma Erna, zwischen den Geranien oder so ist jetzt nicht der ideale Ort dafür, ne? Hier, Sylt schreibt gerade, hab den Hanna für Phosphat der Zeit aber auch immer 0,00 an, obwohl ich 90 ml reinkippe. Es Wie kommt groß ist A. das Aquarium? Ja, es kommt immer darauf an, was du da reinschüttest, weil es gibt halt Substanzen zum Aufdüngen, sag ich mal, wo die Tests das nicht messen können, da die nicht darauf ausgerichtet sind. Wenn du es da genau wissen müsst, Sylt, dann musst du halt einfach echt eine ICP einschicken. Denn da hast du Phosphor und Gesamtphosphat errechnet mit drin. Da kannst du dann auch nur mal sicher sein, dass du halt dann dein Phosphat, der da steht, den hast du dann tatsächlich halt auch. Da gibt es zwar auch mal Eingabefehler, gab es auch schon, weil ihr müsst euch das so vorstellen, alles, was in dieser ICP gemessen wird, wird nachher per Hand eingetragen auf die Datenbanken und da gab es auch schon mal Tippfehler, haben wir auch schon gehabt. Da stand dann, dir fehlt Jod, ich sag jetzt mal, so und so viel Milligramm, kippe bitte 0,0 dazu, damit du den Wert erreichst. Also gab es auch schon so Tippfehler. Wenn ihr sowas mal seht, dann einfach den Support anschreiben. Genau, also Erik sagt auch, Referenzlösung kann kaputt gehen. Für die Anfänger wieder Referenzlösungen, auch um das mal zu erklären. Wenn wir also bestimmte Tests haben, mit denen wir halt bestimmte Werte ertesten möchten, die wir den Korallen bieten möchten, damit sie vernünftig wachsen können. Du kannst auch öffentlich essen, Lumi. Kein Ding, man hört es nicht. Dein Mikro ist so schön eingestellt, du brauchst nicht so heimlich. Der ist immer im Ich mache Stream, also das wundert immer euch nicht. aus. Ja, auf jeden Fall, in diesen Flüssigkeiten sind dann halt bestimmte Werte, wir sagen mal sechs verschiedene, die ihr in so einem Testkoffer habt. Und dann kann man halt anstatt das Aquariumwasser, nimmt man halt diese sogenannte Referenzlösung und misst dann dementsprechend den Test. Also sag jetzt mal, ihr habt da in dem Wasser, ich nenne jetzt mal zwei Werte, einmal die Carbonathärte und ihr habt einmal ein Calcium. So, das sind halt Werte, die die Korallen zum Wachsen benötigen. So, und dann kann man halt den Kalziumtest nehmen und misst dann mit diesem Wasser den Kalziumwert. Dann kann man wieder das Wasser nehmen und kann dann den KH-Test checken. Und der sagt euch halt die Abweichung. Wenn zum Beispiel in einem
KH-Referenz eine 8 ist und euer Test zeigt 6 an, dann weißt du halt, du hast eine Abweichung von 2, dann ist der Test eigentlich durch, dann kannst du den wegschmeißen und einen neuen nehmen. Die meisten Tests haben oft ein halbes Abweichung. Also das ist so das meiste, was ich kenne, ne? 0,5 nach oben oder nach unten, damit kann man leben, kann man ein bisschen umrechnen, das passt dann schon. Aber sehr wichtig auf jeden Fall. So, Fauna Marin P, darauf reagiert der HANA-Checker. ULR exakt zeigt bei mir genau das an, was ich gerade dosiert habe. Ja, also wie gesagt, wenn ihr halt Probleme habt, macht halt dann mal eine ICP. Und oft ist es so, bei Phosphat, wenn ihr das reinschüttet, das ist jetzt zwar schon wieder fortgeschritten, obwohl das dann auch ein Anfänger ist, das ist nicht gleich messbar, weil ihr müsst erstmal einen Wert erreichen, damit das überhaupt erreichbar ist. Das Phosphat wandert halt erstmal überall hin und hat leider auch eine Sättigung. Das heißt, wenn Phosphat fehlt, wird halt erstmal alles aufgefüllt, bis es gesättigt ist und erst dann könnt ihr es messen. Das ist auch völlig normal. Deswegen immer vorsichtig zudüngen und regelmäßig prüfen, weil irgendwann fliegt euch das Phosphat dann um die Ohren und dann hast halt mal einen höheren Wert. Das ist aber leider so. Und daher sollte man zu Hause immer auf jeden Fall Phosphatabsorber da haben. Ne? Wenn man das aufdüngt, dass ihr das dann, wenn es mal zu hoch kommt, auch gleich wieder ein bisschen rausziehen könnt. Ja. So, dann haben wir ja Beleuchtung gehabt. Wir hatten ja so originale Oh ja, Beleuchtung bei dir. Licht ist ja ein Anfängerthema hoch 10. Also das ist auch ein ja. Thema bei den fortgeschrittenen Licht. Das war hier oben auch schon eben im Chat hier. Ja, ja. Sonnen, Sonnencreme soll man parat haben für die Korallen. Licht ist ein Riesenthema, weil es gibt im Gegensatz zum Süßwasser haben wir da eine viel, viel größere Auswahl an Licht. Leider ist es ganz oft so, dass wenn man Aquariensysteme kauft, also wenn ihr als Anfänger in den Laden geht und ihr kauft euch so ein Komplettset von so einem Aquarium, dann ist es ganz oft so, dass nicht alle Komponenten einwandfrei schick sind. Muss man ganz klar so sagen, denn Preis-Leistung muss ja irgendwo herkommen. Wenn ich natürlich ein Aquariumsystem kaufe, aber selbst da haben wir es schon, also Mervin hat sich ein Deluxe-Aquarium gekauft, sagen wir es mal so, also wirklich ein richtig hochpreisiges, was so ein paar tausend Euro nach oben geht. Und da ist aber eine Lampe bei, die irgendwie zu diesem System nicht passt. Ja, wo ich selber sagen würde, ich gebe jetzt die Kohle dafür aus und habe dann ein Lampensystem, was mittelmäßig zufriedenstellend ist. Ich rate euch als Anfängern dazu, also wir haben es beim Lumi so gehabt, wir haben halt so ein kleines Komponentending gehabt, das ist halt auch so ein kleines Einmachglas mit 48 Liter, ja. Da hatten wir halt ein Lampensystem drauf, was durchaus funktioniert hätte für den Anfang. Aber letztendlich sind wir dann doch auf eine andere Lampe gegangen nachher, weil man selber auch ganz andere, du möchtest andere Ergebnisse haben, sagen wir mal so. Du wolltest auch, dass das mal leuchtet abends, dass es schön ist und dies und das, ne? Und wir hatten ja so eine Standardlampe dabei, die für uns gefühlt viel zu hell war, weil sie halt ständig auf Full Power war. Und tja, dann geht's los, ne? Dann sucht man so. Also ich empfehle halt Anfängern vielleicht Aquariensysteme zu kaufen, wo nicht gerade eine Lampe dabei ist. Ich würde mir die Lampe halt immer extra erwerben, ne? Also dass man auch drüber redet vorher, ne? So wie wir auch gesprochen haben, was möchtest du eigentlich mal für Korallen haben? Also wenn man den nächsten Schritt so gegangen ist und du weißt halt jetzt so, ich möchte gerne diese Korallengattung und diese und was stelle ich mir so für die Zukunft vor? Man wächst ja auch mit, aber da denke ich, ist immer sehr wichtig, sich dann mit den Lampen zu beschäftigen und da natürlich auch, ganz schwierige Nummer, auch für mich mittlerweile, zu sagen, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich schlecht. Und letztendlich kann ich das immer nur dann tun, wenn ich diese Lampe selber benutze. So, wir haben bei dir auch die ganz simple Lomini drüber gebaut, die ich hier auch habe mit 80 Watt und du hast halt mit 60 Watt, was eine echte, muss man so sagen, ist eine Billiglampe. Ja? Ja. Aber die wahnsinnig irgendwie was leistet und wenn ich so meine Korallen hier mal angucke, was die so für Farben entwickeln und so, kann ich die mit ruhigem Gewissen verkaufen, aber auch immer nur auf bestimmte Aquarien. Ich kann das jetzt nicht am High-End-SPS-Lover darüber verkaufen, weil ich denke, dass das nicht funktionieren wird. Da würde ich dann eher so auf Kessil oder sowas gehen. Also sprich, man muss halt auch als Anfänger sich genau äußern oder wenn man dann so das Gefühl bekommen hat, was nehmen wir denn so? Wo soll die Reise hingehen? Das heißt, das ist dann so mein Job, um rauszufinden, was der Kunde dann möchte. Ne? Wie war das für dich so mit dem Licht? War das für dich erst so, ja, Licht ist halt Licht und mach ich mal drüber und passt schon? Ja, also natürlich, dass Licht wichtig ist für die Lebewesen, dass sie das zum Leben, zum Atmen brauchen quasi. Das war mir schon klar. Aber habe ich mich tatsächlich ganz stumpf nach deiner Anweisung oder nach deinen Anweisungen gerichtet.
und habe gesagt, du hast gesagt, hier mach am Anfang erstmal nur halbe Leistung. Da habe ich ja auch halbe Leistung gemacht und du hast ja dann warst ja dann vor Ort und hast das ja dann auch angeschaut und hast gesagt, ja, es ist halt an, aber es ist halt nicht geil. So. Und das war ja dann im Moment, wir haben es ja dann nochmal verändert, angepasst, da war es ja auch viel, viel besser. Und wenn du irgendwann demnächst wieder mal hier bist, dann kannst du dir das auch jetzt nochmal anschauen, weil du bestimmt nochmal, du hast einfach einen anderen Blick dafür. Es ist sehr schwer für mich als Anfänger, dieses Mischungsverhältnis zwischen Blau und Weiß zu finden. So. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Da hast du einfach viel, viel mehr Erfahrung. Und von daher, auch da kann ich wieder nur sagen, Fachhändler kann da einfach einem weiterhelfen. Und die helfen, glaube ich, auch alle weiter. Also die sind da schon auch gewillt, weiterzuhelfen. Ja, das beste Beispiel ist ja auch immer, deswegen meine ich ja, wenn man als Anfänger in so ein Geschäft geht und sich die Aquarien dort anguckt, aber halt auch, da klar guckt man auch nach der Technik, man guckt, was ist da für ein Licht drauf, wie sehen die Korallen unter dem Licht aus. Das ist doch eigentlich die Hilfe, die man dann hat. Also wichtig ist, Schaubecken zu sehen in diesem Sinne, um zu sehen, wie sieht dieses Schauaquarium aus und mit welcher Beleuchtung wird das gemacht. Und daran mache ich doch dann auch fest, was ist da für eine Lampe drauf? Wie gut ist diese Lampe? Gefällt mir das Aquarium so, was ich mit dem Licht dort sehe, oder gefällt es mir dann nicht? Dann weiß ich halt, es ist nicht die Lampe, die ich haben möchte. Es ist wie beim Restaurant letztendlich, Genau. ne? Und früher haben wir das tatsächlich so gemacht. Das ist halt heute so verloren gegangen. Das heißt, früher haben wir uns als Anfänger in ein Auto gesetzt und sind tatsächlich, ich weiß, das hört sich jetzt total dekadent an, weil wenn ich jetzt sage, man fährt durch Deutschland und guckt sich Geschäfte an, dann ist das so, als wenn ich einen Stapel Tausender hätte, die es nicht mehr gibt, aber egal, und würde die so bam, 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 bam durch die Gegend schmeißen, ja? Weil heute bist du ja dekadent, wenn du dich ins Auto setzt und quer durch Deutschland fährst, um dir Aquarien anzugucken. Aber letztendlich ist es das eigentlich, was man machen müsste als Einsteiger. Einfach mal sagen, ich fahre die Geschäfte ab, gucke mir mal so ein Schaubecken an. Und kann dann anhand der Lampe sehen, die da aufgebaut ist, was für eine Qualität hat die? Was sind da für Korallen drunter? Finde ich das schön? Also ich sage ja auch immer, wenn man anfängt, und das war das Schöne bei dir, du warst so, wie sagt man, so unangetastet oder ich weiß nicht, ne? Das war alles so, du warst noch so jungfräulich. Also du hast einfach gesagt, die Koralle finde ich cool und dies und das. Und das ist aber doch das Schöne an der Sache. Und dann jungfräulich, danke. Und dann wächst man halt so mit rein. Das heißt, man fängt da mit den ganz einfachen Sachen an, ohne das irgendwie zu bewerten und ohne dass einer sagt, so ein Kruppzeug, 10 hier schmeiße ich 5 Eimer in der Woche weg, weil das ist ja Müll und bla. Und genau das finde ich ist immer das falsche Denken, oder? Ja, also das ist schon so ein bisschen die Wasserpest aus dem Meer. Ist die Guter Wasserpest Vergleich. des Meerwassers, ne? Ja. Also wenn sie wächst, dann wächst sie halt und wächst und wächst und wächst. Das ist tatsächlich so. Da kann ich nur beipflichten. Also bei mir wächst sie jetzt tatsächlich auch sehr stark. Ja. Was ja aber gut ist, weil sie hat es am Anfang nicht gemacht und sie macht das jetzt erst in den letzten Wochen mit der neuen Lampe. Genau, da haben wir es wieder, ne? Ne, Neue da haben wir Lampe. es nämlich wieder. So, sprich, das Becken läuft langsam ein bisschen runter. Es gibt immer noch Probleme mit irgendwelchen lilanen Belägen. Gerade jetzt, wenn nach der Änderung der Strömung ist jetzt wieder alles komplett anders. Und ja, von daher, man hat da immer auch was zu tun, wenn man das möchte. Klar, man kann das auch alles so stehen lassen und sagt, okay, die Tiere leben, sie sind gesund, ich lasse das so. Aber ich finde, es ist auch ja schön, auch ein bisschen was zu machen, doch mal hier was umzubauen, da noch ein bisschen was umzubauen. Das finde ich halt einfach, ja, hat ja auch was für sich, ne? Ich weiß gar nicht, ist die Existenz noch da eigentlich? Bist du noch da? Ich gucke mal im Hintergrund. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich Aber sagen, ja. Ist noch. da ist er noch. Also Existenz, wenn du nach uns hörst und noch dabei bist und nicht eingeschlafen bist oder sonstiges. Obwohl ich sagen muss, eine schöne Runde. Wir halten uns ganz gut in den Zuschauerzahlen. Wir waren zwischendurch mal über 50. Wir sind jetzt bei meinem hier noch so bei 43, was mich aber sehr freut. Wir sind schon jetzt knapp 1 Stunde 40 unterwegs. Also Existenz, du kannst halt sehen, der Lumi war wirklich ein Anfänger, also so wie du. Der hat gar nichts davon gewusst, gekonnt, gemacht, getan. Und ich schwöre wirklich, wir haben uns immer mal unterhalten und so, aber das meiste ist tatsächlich bei ihm selbst so entstanden. Also wenn man halt Bock auf das Hobby hat, natürlich wusste oder weiß Lumi immer, wo er sich, an wen er sich wenden kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber man muss halt auch bereit sein,
ein bisschen selber zu lernen. Und du hast relativ auch wenig so rumgefragt. Also das muss ich auch. Also du hast dich, ich weiß nicht, wie du dich beschäftigt hast. Also heute kann man ja auch nicht mehr sagen, lies mal ein gutes Buch oder so, weil Nee. es gibt kaum noch gute Bücher. Also es gab gute Bücher, aber heute sind die halt so langweilig alt, dass das nicht fortgeschritten ist irgendwie. Ne? Ja. Das ist echt schwierig. Also was ich noch viel gemacht habe, sind ja, YouTube-Videos angeschaut, wobei da muss man halt echt gut filtern können. Also das muss man muss das schon mit ein bisschen geschultem Auge machen können, dass man generell schon weiß, welche Art von Videos sind eher gut und welche sind eher nicht so gut. Von daher, da gibt es viele coole Sachen und viele weniger coole Inhalte, die man findet. Da muss man einfach für sich selber halt schauen, was findet man gut und was findet man nicht so gut. Was ich tatsächlich, also ich habe mir das dann immer so themenspezifisch angeschaut. Zum Beispiel habe ich mir mal Videos zum Thema Umkehrosmose angeschaut. Ne? Wie funktionieren die Anlagen? Wie sind die aufgebaut? Was gibt es da? Warum haben die so viel Abwasser? Oder ne? Also wie kriege ich das Abwasser reduziert und solche Sachen? Das sind ja alles so Dinge. Wenn man sich dafür interessiert, wie ich es tue, dann kann man sich damit halt beschäftigen und dann findet man da halt viele interessante Sachen zu. Und häufig sind es leider halt Videos nicht von den Herstellern, weil die Herstellervideos, die sind halt logischerweise in der Regel zu 80, 90% Werbevideos, ne? Also. Ja, aber das ist ja das Problem, leider auch bei YouTube. Ich bewerte das ja auch nochmal ein bisschen anders, wenn ich mir sowas angucke und ich schaff's halt nie. Ich schaff's halt nie, so einen YouTube-Stream zu Ende zu gucken. Also ich schaff's einfach nicht, weil, also ich sage auch mal Hut ab für die Leute, die jetzt hier uns zuschauen und das so lange durchhalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das so packen würde. Obwohl ich ja dann immer meine Streams ab und zu auch tatsächlich nochmal selber angucken muss, um zu schauen, was kann man besser machen oder wo haben wir geschnarcht oder was auch immer. Ich schaffe es tatsächlich, meine eigenen Streams doch immer mal zu Ende zu gucken, weil sie immer so ein, es ist mal lustig, es ist mal dies, es ist mal das. Das findet man relativ selten, habe ich festgestellt. Und was wir halt haben, Übungssache, ja. Ja, aber manchmal ist es wirklich, also ich meine das auch gar nicht böse, aber ich schaffe es wirklich ganz, ganz wenig, mir Streams bis zum Ende anzugucken, weil es Ja. sind dann auch viele Fehler drin oder dann dies oder wie man jetzt sagt hier bewerbungstechnisch und so. Und das will ich ja gar nicht. Natürlich, Ja. es gibt ja verschiedene Produkte. Ne? Wir haben ja nicht nur Fauna Marine, wir machen ja auch Tropic Marine. Wir haben auch Kunden, die auf Tropic Marine stehen, weil das gute Produkte sind und dies und das. Das heißt, wir sind ja, wir stellen uns ja auf den Kunden ein. Worauf hat er Bock? Was will er Ja. machen? Tropic Marine macht diesen Weg, Fauna macht diesen Weg. Es gibt kein Nonplusultra und es gibt in keinster Weise irgendein Nonplusultra. Es gibt Strömungspumpen, die 100 € kosten, die hast du halt 3, 4 Jahre, die machen aber ihren Job, dann hast du halt Pech, musst du wegschmeißen. Du kannst Pumpen kaufen für 1.000 €, die eventuell auch nach 2 Jahren in den Dutten gegangen sind oder wie auch immer. Es ist sowas von schwierig, wirklich zu erkennen, was ist das Nonplusultra? Das gibt es meiner Meinung nach nicht. Und wir haben auf unseren Aquarien haben wir hier auch keine Nonplusultra-Lampen. Wir haben hier Lampen, die irgendwie im Schnitt 170 € kosten, mit allem drum und dran, wo man noch für 30 € so ein Steuergerät zukauft, dann ist man fertig. Mache ich das mit einem Markenprodukt, bin ich bei 500 bis 1.000 € oder mehr. So, letztendlich muss man bereit sein, auch ein bisschen auszuprobieren oder auch sich drüber, so wie du es schon sagst, sich ein bisschen mit zu beschäftigen auf verschiedenen Quellen und dann halt zu gucken, okay, was ist es und so. Es ist natürlich immer ein Werdegang, mit dem man ja wächst, so wie du ja auch. Also, ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal über das Aquarium unterhalten haben. Das ist auch schon ewig her. Weil irgendwie Ja. läuft das bei dir. Er sieht natürlich anders aus als bei Hazel Eyes, weil die nochmal eine andere Lampenqualität hat als wir. Sie hat da zwei Kessel drüber und man sieht halt auch oft einen Unterschied bei den Korallen, wie sie farblich sind, wie sie offen sind. Es gibt dort schon Unterschiede. Aber Und sie hat letztendlich, Lebengestein mit drin. sie hat, genau, ich ja auch, ich hatte noch Glück, dass ich damals noch aus meinem eigenen Beständen Steine mitnehmen konnte, die sich ja fast auch als Todesurteil für mein Aquarium entwickelt hatten. Ich schalte noch mal eben drauf. Es ist zwar von der Kamera nicht richtig eingestellt. Da sieht man jetzt nur so einen Ausschnitt gerade. Ich musste auch ein bisschen die Belege eben wegmachen und so. Und jetzt habe ich halt einen Filter drauf. Deswegen sieht das jetzt alles sehr neutral aus. Das Ganze nicht richtig bunt, weil ich so einen Mischfilter drauf habe. Aber ich habe hier also auch eine Lampe, die im Schnitt, damals hat sie noch 100 € gekostet, heute bist du schon bei 189 bei der Lampe hier. Also wie gesagt, es ist ja für alle irgendwie was machbar. Es ist ja überhaupt gar kein Problem. Und es gibt auch
wie du sagst, Orfek und so, das müsst ihr euch selber entscheiden, was ihr ausgeben wollt und halt schauen, welche Aquarien mit diesem Licht über längere Zeit halt laufen. Das darf man auch nicht Ja. vergessen, ne? Wenn so ein Ding neu ist, sieht das immer alles schön aus. Interessant wird es dann nach 2, 3 Jahren, was die Lampe dann noch hergibt. Und da werden am Ende die Toten gezählt. Und deswegen muss man halt einfach sehen, was gibt man aus und in welche Richtung geht man. Was am Ende draus wird, wird man halt merken, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung. Also was Orfek und so angeht, ich weiß halt, dass die ganz gut sind und es gibt halt in Deutschland irgendwie einen, der das vertritt, das Ganze. Aber ich kann da leider keine Tipps geben. Ja, bei Existenz kann ich nur zu sagen, ist definitiv ein guter Weg. Wie gesagt, selber informiere ich einfach und im Zweifelsfalle einfach mal in so ein Geschäft reingehen. Also gucken kostet nichts, heißt es ja immer, ne? So, von daher, das kann man einfach mal machen und mal mit den Leuten auch persönlich reden. Das ist ja definitiv immer möglich, ne? Also egal, ob du, wie gesagt, hier zu Nautilus Aquaristik zum Markt gehst oder zu wem auch Ja, immer, und es es gibt gibt ganz viele gute andere gute Kölle-Zoos Kollegen auch. auch, Also ne? es gibt auch gute Ketten. Also es kommt halt da immer drauf an, was du da für ein Aquarianer hinterstehen hast und so, ne? Es Ja. gibt bestimmt ganz tolle Fachgeschäfte, wo man auch gucken kann, natürlich. Klar, bundesweit. Muss ja, sonst hätten die alle keine Eben. Existenzberechtigung oder gibt ja noch andere, die auch schon ziemlich lange am Markt sind. Den Eben. Weg, den wir halt so suchen oder den ich gesucht habe, das macht halt so keiner. Da bin ich auch ganz froh drum. Weil das auch eine Sache ist, die man können muss irgendwie. Das kann halt auch nicht jeder. Und da bin ich halt ganz froh, dass wir da so ein bisschen autark sind und jetzt nicht 1.000 Millionen Nachahmer haben. Also die haben wir dann sonst auf YouTube und so. Aber davon wollen wir uns ja abgrenzen. Wir wollen ja jetzt keine wunderschönen Videos drehen mit gesponsertem Kram, was man uns in den Popo gerammelt hat. Sondern wir nutzen so wie ich hier. Klar nehme ich meine Artikel auch aus dem Geschäft. Aber ich habe da alles Wald- und Wiesenkram drin, ne? Also wie gesagt, Lampe Lumini, dann habe ich diese Nachfüllautomatik, die du hast, die ist glaube ich auch aus China hier, unsere, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Mini-ATO. Mal, danke. Dann habe ich da, was habe ich denn noch? Da habe ich einen Skims-Abschäumer drin. Also ich habe eigentlich auch alles zusammengewürfelt irgendwie, wo ich gesagt habe, das gefällt mir ganz gut oder die Erfahrung, die wir haben mit dem Gerät, aber der Skims-Abschäumer ist zum Beispiel ein Nervenfaktor, viel zu laut, die Möhre. Ja, fliegt Ja. dir das halbe Gehirn weg, wenn das Ding hier läuft. Das hatten wir Ja. bei dir auch. Das der Abschäumerwahl, ne? Wenn wir Thema gerade zum Thema Abschäumer. kommen, ja. Das wollte ich gerade Basic. sagen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Genau, Wasser rein, dann lief das irgendwann, dann hat Marc gesagt, so, jetzt hast du ein paar Schnecken drin und so, und wenn die Korallen jetzt kommen, wir müssen uns jetzt mal um Abschäumer kümmern. Ja, jetzt ist das Problem, dass in diese kleine Nussschale, die ja hinten so ein Abteilchen hat. Sehr so ein Glas. Der Technikbereich ist so groß wie das Glas, was du gerade in der Hand hast ungefähr. Krieg da jetzt mal Abschäumer rein. Ja, sind natürlich alles keine aktiven, sondern die haben alle dann immer so einen Luftheber irgendwie integriert, sodass man dann noch eine Luftpumpe braucht. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da sage ich ganz ehrlich, weil das hast du ja auch gesagt, das ist nicht dein Kerngeschäft. Ich habe in dem Zug einfach einen großen Internetgiganten Haben wir ja selber Händler zusammen rausgesucht, kannst du ruhig sagen. genau Wir haben selber über genommen. Amazon geguckt. Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber ja, genau. Ich habe einfach über Amazon einen ganzen Stapel an Abschäumern bestellt, die was taugen könnten, und habe die dann einfach ausprobiert. Und habe dann festgestellt, okay, das ist total schön, das ist total blöd. Den ich jetzt habe, mit dem bin ich sehr zufrieden. Der schäumt ab. Ob der die Leistung bringt, die er bringen müsste, kann ich nicht bewerten. Ist ihm ja Aber er egal. schäumt ab. Er macht Schaum. Der Schaum. Ne, also es ist alles in Ordnung soweit. Und dann habe ich da halt noch eine extra Luftpumpe besorgt. Interessanterweise ist es tatsächlich, ich habe jetzt einen von Eheim drin, einen Eheim-Abschäumer. Interessanterweise ist es tatsächlich auch die Membranpumpe von Eheim geworden. Ich hatte ganz viele von JBL, Silent-Pumpen, Tetra, alles mögliche. Also ich hatte diverse Hersteller auch hier. Wie heißt dieser große Hersteller, den du mir noch empfohlen? Schleich? Irgendwie so. Visa. Nee, irgendwas. Visa-Luftpumpen waren das. Ah, Schego. Schego, genau, Schego. Schego. Genau, War auch Schego zu laut, ne? hatte ich auch, genau, und egal wie es war, da stand Ultra Silent dran und Dezibel ist auch nicht Dezibel, kann ich euch sagen. Also es ist einfach Katastrophe. So, und das Einzige, was der Eheim an Problemen hat,
Er ist nicht entkoppelt vom Boden richtig. 5 cm Filterschaum von dir haben es jetzt gelöst. Jetzt steht das Ding da und der Filterschaum ist drunter und seitdem ist Ruhe. Schön entkoppelt. Schleich. Genau, richtig. Nee, ist tatsächlich so. Also, wenn wir Abschäumer haben, wir haben die halt von Tunze. Bei Tunze ist nur so, apropos, ich muss heute noch nach Lotto gucken, vielleicht wieder ein Sechser. Dann seht ihr mich nächste Woche nicht mehr, dann kommt hier nur noch so ein Schild. Bin im Urlaub für den Rest meines Lebens. Nee, Eurojackpot ist heute, wir ne? machen dann nur Nee, noch Normal-Lotto. Spaß-Streams oder so. Obwohl momentan sind nur 5 Millionen drin, kann man sich noch nicht zur Ruhe setzen. Bei 45 oder was wir da hatten, hätte es funktioniert. Aber auf jeden Fall ist es so, also wir haben halt diese Tunze-Abschäumer, aber die passten halt bei dir ja nicht rein. Geschweige denn, deswegen Sechser im Lotto, ist momentan so schwierig, Tunze-Abschäumer zu bekommen, dass ich die fast versteigern müsste, weil die so selten zu bekommen sind. Wir haben zum Beispiel, habe ich jetzt den 9004 DC bekommen und da hat man mir gesagt, dass der im Netz teilweise bis 400 € gehandelt wird, weil er so selten zu bekommen ist. Das ist unfassbar, was da gerade passiert. Also ich habe noch so einen goldenen 90-4 DC tatsächlich im Regal stehen. Also er zählt jetzt schon mittlerweile mit als Rarität und wird wahrscheinlich irgendwann mal gehandelt, so in der Millionenhöhe, weil man die kaum noch bekommt. Das sind so die Corona-Schäden, die wir haben. Und deswegen habe ich damals tatsächlich zum Lumi gesagt, wir müssen jetzt irgendwie einen Abschäumer reinkriegen in dieses kleine System. Und ich kann ihn dir nicht bieten, weil ich nicht weiß. Ich kann ihn dir nicht bieten, weil ich nicht weiß, wo ich einen herzaubern soll, weil nichts in das Ding reinpasst. Und das gleiche Problem haben wir ja bei der Hazel auch. Wir haben ja auch den Skims da drin, den ich hier laufen habe. Der ist ja so ganz nett, aber wenn der uns mal um die Ohren fliegt, haben wir ein Problem, weil ich muss irgendwo einen Abschäumer für so ein Mini-Aquarium finden. Und das ist, wie du schon sagst, gar nicht so einfach. Ja. Und deswegen haben wir die böse A-Firma genommen, weil du kannst es bestellen und schickst es wieder zurück, wenn es nichts taugt. Das ist, Ja, genau. das sehen die dann nicht so eng irgendwie. Das war eigentlich der Grund, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, wir müssen das jetzt machen. Ja. Und der 90-4 passt in meins, aber nicht in das von Lumi. Nee. In den 48-Liter-Tümpel da hinten, da kriegst du das nicht rein. In meins hier könnte das passen, in das 80er. Aber bei Lumi ging es nicht und bei Also Sandra ging es halt auch nicht. man kriegte das Fach hinten von der Größe ungefähr, kann man Ja, sich so vorstellen, so eine das ist 0,5 so Liter ein Teil. Cola-Flasche, Du, ja. so eine 0,5 Liter PET-Flasche, die kriegst du da hinten reingestellt Genau. und dann wird es aber lange schon eng. Und Also du kriegst ja noch nicht mal den 90-1 rein, lieber Sylt. Und den kennst du ja, den 90-1. Der ist ja noch kleiner als der 90-4. Keine Chance. Wir haben es bei Hazel probiert. Ich habe dran gehalten, es ging nichts. Also kannst du vergessen. ja. Sonst hätten wir den auch genommen, obwohl der auch gar nicht so leise sein soll. Also von daher Ja, also wie gesagt, den Eheim kann ich an der Stelle tatsächlich für den läuft soweit. Zweck genau empfehlen. Also funktioniert, der ist halt nicht laut, das ist das Entscheidende. Ja, genau, da kommt dann halt auf diese Membranpumpe an. Also für die Einsteiger wieder ganz wichtig, auch für Existenz. Du bist halt unser Einsteigeropfer jetzt, weil du dich geoutet hast. Das ist aber sehr schön. Bei Abschäumern hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt einmal einen Abschäumer, also auch gerade wieder für die Basic, ganz interessant. Es gibt Abschäumer, die bestimmte Pumpen haben, die halt ein sogenanntes Laufrad drin haben. Also ich nenne das mal so. Man nennt das in den Fachkreisen Nadelrad. Also die fortgeschrittenen Abschäumer haben so Nadelräder. Die sind halt nicht einfach wie so ein Propeller vom Flugzeug, sondern da hast du halt so, stell dir vor halt, stell dir vor so einen Kronkorken vom Bier hier mit so ganz viel Stacheln, die da rausgucken und dann sitzen die halt oben auf den Magneten drauf, dann drehen die und dann zerschlagen die die Luft, die dieser Abschäumer selber anziehen kann. Das heißt, der Abschäumer an sich zieht Raumluft durch, einen Schlauch durch und dieses wird dann in so eine Abschäumerröhre gepackt und dann hast du da ganz viel Luftbläschen drin. Und der Vorteil ist also, dass die Luftbläschen so extrem fein und stark sind. Und du musst dir so vorstellen, diese Luftbläschen sind verschieden geladen, positiv, negativ. Und durch Reibung dieser kleinen Luftbläschen wird das Protein rausgedrückt, sagen wir mal so, ja. Also wie mit einem, du drückst was und dann kommt das da halt raus. Und diese feinen Luftblasen, die machen halt diese Art Reibung und dann positiv, negativ geladen etc. Und dann kommen da halt die Proteine bei raus. Je mehr man Luft einarbeitet in so einen Abschäumer, das geht halt meistens mit dieser eigenen Pumpe, umso ein besseres Abschäumerergebnis hast du. Früher war es so, da gab es das alles noch nicht so und da hast du halt so wie der Lumi eine Luftpumpe gehabt, die ihr auch aus dem Süßwasser kennt.
Membranpumpe, sagt man dazu. Und dann hatte man so Lindenholzsteinchen, die hast du ja auch noch, ne? So kleine Ja, Steinchen aus Holz, halt genau. Linden hat man dann genommen. Die wurden dann speziell zugeschnitten und so weiter. Dann hast du halt unten so einen Stutzen drauf, wo dann dieser kleine Schlauch drauf gesteckt wird. Und dann muss halt diese Membranpumpe die Luft dort durchpusten durch den Stein. Und dann hast du halt ganz feine Luftbläschen. Um damals den Effekt zu erhöhen, hat man halt ganz große Abschäumer gehabt. Das heißt, das, was wir heute machen mit so einem kleinen Abschäumer, ich sag jetzt mal, wir haben einen im Geschäft, der geht bis 3000 Liter, der ist vielleicht 60 Zentimeter hoch und früher hast du welche gehabt, die waren 2 Meter hoch, um das Gleiche im Effekt zu erreichen. Das heißt, wir hatten dann richtige Luftkompressoren mit solchen fetten Steinen, ja, damit da möglichst viel Fläche und viel Luft durchging, um so viel Luftbläschen wie möglich zu erzeugen. Und man brauchte halt Kontaktzeit. Das heißt, da die Luft an sich nicht so extrem viel war wie bei dem, was wir jetzt mit diesen Pumpen erzeugen können, brauchten wir halt eine Megakapazität und eine Mega-Zeit, damit diese Bläschen arbeiten konnten. Man hat damit auch sehr große Abschäumreichweiten erreicht, aber man wurde halt immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und Mervin, wenn du das von früher gesehen hättest, dann hättest du neben deinem Aquarium, was du jetzt hast, hier so ein 2-Meter-Ding stehen gehabt, mit einem Durchmesser von locker 40, 50 Zentimeter. So einen hatten wir nämlich früher im Keller, so ein Monster. Unfassbar. Da brauchst du erstmal eine Ich Leiter, erinnere um mich an das Bild. du brauchst erstmal eine Leiter, um nach oben zu kommen, um diesen Kopf abzunehmen. Und das ist ja heute alles mikroklein geworden. Und von daher bei Lumi, wenn das so passt, bei kleiner Quallen ist das okay. Aber generell sollte man halt versuchen, immer einen Abschäumer zu finden, der halt diese eigene Pumpe hat mit der Luftansaugung und so weiter. Aber da ist es halt wirklich schwierig, was Leises zu finden. Ja, konnte man schmücken wie ein Weihnachtsbaum, genau. Das Teil. Und Abschäumer haben wir tatsächlich gesucht, weil wir sind immer noch der Meinung, ohne Abschäumung funktioniert nicht so wirklich. Gerade wenn du hast ja auch ein paar Fische drin. Das ist auch so ein Thema, Fische halt. Also wir haben dann ja, er hat die Steine aufgebaut, wir hatten also diese Wechselbilder mit dem Ganzen. Dann hat er Korallen reingesetzt und dann ging es an die ersten Fische. Und dann haben wir halt hin und her diskutiert. Und wir sind natürlich, wie soll ich sagen, es ist ein sehr gefährliches Thema in Deutschland. Das müssen wir ganz klar so sagen. Fische in kleinen Aquarien ist ein Brennpunkt. Und der ist gerade ein Brennpunkt in verschiedenen Foren und Gruppen, wo tatsächlich dann auch Mobbing betrieben wird, wenn man halt bestimmte Fische in seinem Aquarium zeigt. Ja, da bin ich immer wieder faszinierend, dass die meisten doch die Schnauze halten, wenn wir jetzt von Hazeleyes das Aquarium mal zeigen mit den 48 Liter, wo wir halt eigentlich, ich sage es ja immer wieder, einen Überbesatz haben mit zwei Seenadeln, dann der Omnibus und halt unser Gobi. Ja, aber letztendlich ist es eigentlich für die Fischpolizei total überbesetzt. Genau, da kommen schon die richtigen Blaulichter. Und das ist tatsächlich so ein Thema, aber die hat kaum, also wie, sie hat mir gestern, glaube ich, war es, oder war es heute, heute war es, hat sie mir die ihre ICP geschickt und da fällt es aus allen Wolken. Also man sieht ein fast perfektes Wasser bei ihr und sie hat einen Phosphatgehalt, der viel zu niedrig ist. Sie hat ja letztes Mal 0,5 Nitrat gehabt und hat jetzt wieder nur ein Phosphat von 0,02. Das heißt also, es ist vom Besatz her denken halt immer alle die Fische an sich, an das auch wieder an die Anfänger, ganz wichtig, dass alle Fische unwahrscheinlich viel Platz brauchen. Ja, und da wird uns auch viel falsch suggeriert. Wir haben bei dir, was haben wir bei dir? Wir haben Nemo, einen musst du noch haben, ne? Glaube ich, so war Ein, es. ja. Einer ist ja leider Ich habe ja verstorben. einen leider verloren. Genau. Ich hatte ja zwei Nemos und dann habe ich fünf Nadelschnecken drin, dann diese Militärhelmschnecken, glaube ich, vier oder fünf und von diesen ja, China-Hutschnecken sind auch fünf da. Da habe ich ja Nachzuchten von Hazeleyes bekommen. Die waren so Stimmt, die habe ich bei ihr verwahrt. stecknadelgroß. Ja, und das, also auch gesagt, normal 48 Liter, wenn du da jemandem sagst, du hast da einen Ocellaris drin, also für die Anfänger den Nemo halt, dann wirst du eigentlich getötet, gesteinigt, verbrannt, obwohl da muss man aufpassen wegen CO2 und so, wegen Verbrennen, ne? Haben wir jetzt das Thema gehabt, Osterfeuer, Feinstaub und so. Auf jeden Fall ist es doch, wie soll ich sagen, ja, also es funktioniert durchaus, weil man muss sich da natürlich mit den Fischen ein bisschen auseinandersetzen, weil Nemo zum Beispiel, der lebt sein Leben irgendwie in einer Anemone hauptsächlich und der Lebensraum eines Anemonenfisches besteht halt aus dem Umkreisfeldes dieser Anemone. Außer er hat eine Anemone, die irgendwie einen Meter Durchmesser hat. Also selbst das ist jetzt nicht so viel.
diese Seenadeln, die wir bei Hazel Eyes zum Beispiel haben, das sind absolute Riffbewohner. Also die denken auch, ob du nun ins Aquarium guckst oder in China fällt unser Kreis um, das interessiert ihnen Scheiß. Weil sie leben immer in den Steinen irgendwie. Da leben die drunter, heften sich irgendwie an und ne, wenig bewegen und so. Und wenn dann mal ein bisschen Futter kommt oder man an die Scheibe klopft, dann könnte ja was kommen und dann schießen die ja raus. Und ich sag's ja immer wieder, dann gucken sie sich vorwurfsvoll an, wenn sie sie wieder ohne Futter ins Riff abdampfen lässt. Und wenn wir den Omnibus sehen, der mit seinem Hintern die Hälfte der Lebenszeit in irgendeinem Stein hockt und aus dem Stein guckt und dann schwimmt er mal so durchs Aquarium, beißt mal da ab, da ab, da ab und geht wieder in sein Loch, dann weiß man halt auch, was der so für einen Lebensraum hat. Dann haben wir noch den kleinen Okinawa-E, diesen gelben. Den habt ihr hier übrigens auch in den, haben wir den hier auch? Ne, den haben wir nur in den, wenn ihr uns Abos schenkt und so, dann kriegt man manchmal diesen Okinawa-E. So ein kleiner gelber. Und auf jeden Fall ist es dann so Der gewesen, ist sehr cool. ja, dass der halt auch, der lebt auf seiner Gonio, Alveopore etc. Und das war es dann auch schon. Ne? Da ist er dann durch mit der Geschichte. Also es gibt durchaus Fische, die man einsetzen kann, aber bitte immer mit Beratung und lasst euch da nicht so viel Müll erzählen. Klar, wenn du Fische hast, die, ich sag mal, wie ein Manta-Rochen oder sowas, der Ja. halt einfach Strecke auch braucht, um einfach naturbedingt, ne? Genau. Nicht Da ist jetzt mal halt. Platz, sondern Strecke braucht zum Schwimmen, dann ist es halt schon was anderes. Aber wenn du Ja. eh so kleine Riffbewohner hast, die oder so kleine Grundeln oder sowas, ne, die eh da irgendwo sich verstecken, Genau. überwiegend, die machen in ihrem Leben, außer vielleicht zu Paarungszeiten, machen die sowieso nicht, auch in der Natur, keine Kilometer. Der Omnibus ist ein Essenius, wie heißt er? Essenius lineatus ist das. Essenius lineatus, das ist der Omnibus. Also den hat, ich weiß gar nicht, wer hat den so getauft? Warst du Ich das? habe den so getauft, weil der immer so irgendwie so durchs Becken so ein Ja, genau. Stopp, ich, Und der hat nächster halt so ein Halt. Karo-Muster Ja, und das sieht sieht aus aus wie ein wie Fenster, wie Busfenster, so ein hast du immer gesagt. Doppeldecker. Deswegen heißt der Ja. Omnibus. Und den Patrick meint, dass der Stigmatura, das ist aber ein anderer. Der ist eigentlich eher lila und hat dann halt so Streifen hier am Kopf und sowas. Ne? Und den Lineatus, den habe ich jetzt wieder bestellt, weil der auch sehr schön ist. Aber er kann auch ein bisschen auf den Sack gehen, weil wenn er Schmacht hat, also wir nennen ihn jetzt schon Gurkenpaule. Gurkenpaule, weil der Essenius frisst gerne Algen und wenn er nicht genug hat und Schmacht hat, dann hat er sich angefangen halt in die Korallen zu beißen. Und Hazel Eyes ist fast ausgerastet, weil dann also ihre ganzen schönen Margeritenkorallen nicht aufgegangen sind, weil das Arschloch da mal reingebissen hat. Und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, mach doch mal ein Stückchen Gurke rein. Hat sie mich zwar ein bisschen von der Seite angeguckt. Hä, Gurke? Ja, mach mal. Dann haben wir halt Gürkchen geschält, schön fein säuber. Ich muss ja alles dekadent sein. An eine Klammer gehängt und dann vor der Nase. Dann hat er so einen Tag gebraucht und hat dann diese Gurken gefressen. Und seitdem lässt er die Korallen tatsächlich in Ruhe. Er hat ja noch so eine Kürze gekriegt. Also auch Vegetarier leben nicht schlank, muss man dazu sagen. Weil der Bursche also am Tag echt so ein Gurkenviertelstückchen vernascht. Ja, er fängt halt mit der Mitte an, also erstmal die Kerne raus und so. Und dann kaut er den Rest weg. Aber seitdem lässt er halt die Korallen in Ruhe. Das sagt uns halt, dass dieser Essenius ein Algenfresser eigentlich ist. Und wohl zu wenig davon hatte und hat dann halt immer aus Frust in die Korallen gebissen. Das war echt extrem. Hazel ist fast ausgerastet, weil die ganzen Tierchen da ihre Korallen gestalkt haben. Und ja, genau, blöd. Also der hat auch immer so einen Wanst. Aber klar, der haut sich auch jeden Tag da so ein Stück Gurke rein. Ne? Da kennt der keine Probleme mit. Ich weiß jetzt einen großen Fehler, den ich mal gemacht habe. Der hat zwar Okay. jetzt keinen oder der ein bisschen dämlich war. Das Thema Knoblauch. Ah. Stimmt. Das muss er nochmal zum Besten geben. Und dann machen wir für heute auch erstmal Schluss, würde ich sagen. Genau, währenddessen scrollst du mal nach oben. Da ist nämlich eine Frage von Existenz gewesen Ja. bezüglich ihres Beckens und Technikbecken. Okay, ich scroll mal hoch. Ja, genau. Ich hatte dann irgendwie, als die Fische kamen, die hatten dann so ein bisschen weiße Pünktchen Ah. bekommen. Und das war dann halt so eine Sache, da habe ich dann halt gelesen im Forum. Hätte ich einfach mal gefragt, hätte ich es gleich gesagt bekommen, wie es geht. Da habe da im Forum gelesen, hieß es, ja, musst du Knoblauch reinschmeißen, musst du Knoblauch nehmen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Knoblauchzehe genommen, habe die fein eingeritzt, so Millimeter oder anderthalb Millimeter große Karos und habe dann diese ganze Knoblauchzehe ins Wasser geworfen. Die sind weggegangen, die Pünktchen. Woran ich nicht gedacht habe, was dann Marc mir hinterher erzählt hat, natürlich wirkt der Knoblauch antibakteriell. Allerdings natürlich auch für die guten Bakterien.
Ja, wahrscheinlich hat die eine Knoblauchzehe keinen so großen Effekt gehabt und es war in meinem Kopf, dass es deswegen besser geworden ist und war einfach Zufall. Aber das ist tatsächlich sowas, was ich mal gemacht habe, wo ich einfach hätte dich gefragt und dann wäre es gleich richtig Die gewesen. Knoblauch-Session. Der war gut, ja. Existenz ist ein R. Gut. Aber die Existenz halt, ne? Deswegen sagt man dann so die. Sie. Also er Existenz. Er Existenz. So. Ich muss noch mal gucken. Eben, ich habe noch was von. Ich habe ein Eheim Scuba Cube 270 mit noch 80 Liter Filterbecken. Möchte es umrüsten zum Technikbecken. Sind mehrere Kammern notwendig oder kann man es auch ohne Kammern betreiben? Scuba Cube ist ja Eheim, genau. Du musst mal sagen, was hat denn das für Abläufe gehabt? War da eine Hartverrohrung drauf? Oder ist das, hast du einen Außenfilter dran gehabt? Das ist übrigens auch so ein Aberglaube, dass Außenfilter nicht funktionieren für Meerwasser. Auch hier wird die für die Einsteiger und Neuankömmlinge, nein, das funktioniert auch mit einem Außenfilter. Hartverrohrung. Also rein theoretisch brauchst du, um das zu filtern, eigentlich nur eine Vorkammer. Also wir haben mal ein Aquarium entwickelt, was ich hoffe, dass ich diesen Sommer es schaffe, wieder auf ins Leben zu rufen. Und das hieß früher Nauti Discover. Und da haben wir ein Technikbecken gehabt auf simpelste Art und Weise, was aber bis heute funktioniert. Und wir haben auch noch einige Kunden, die dieses Aquarium im Betrieb haben. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben halt vom Schacht aus die Hartverrohrung runtergeführt. Wir haben einen Hauptablauf gehabt und einen Notablauf. Und da musst du dir halt vorstellen, Herr Existenz, dass wenn du jetzt hier das Aquarium so siehst, hatten wir halt eine Abtrennscheibe gemacht. Die haben wir vom Boden angefangen hochzufahren und haben dann ungefähr die Kammer so, ich sag mal, 8 cm breit gemacht und haben dann, wenn du jetzt, sag ich mal, 40 cm Aquarienhöhe hättest, haben wir diese zweite Scheibe 35 cm hoch gemacht und haben dann dafür gesorgt, dass das Ablaufrohr möglichst tief runtergeht in diese erste Kammer, dass du ungefähr so 4, 5 cm Platz bis zur Bodenscheibe hast mit diesem Rohr. Dann muss das Wasser halt von unten nach oben aufsteigen und kann dann über diese zweite Scheibe so rüberlaufen. Das macht es dann geräuschlos. So, und da legst du dann einfach immer so eine ganz dünne Schicht Filterwatte und sowas rein. Und dann hast du dann Hauptabteil und da kannst du dann halt dein Abschäumer und sowas reinstellen. Du brauchst zwar eine gewisse Höhe, das heißt, du musst gucken, wenn du sowas machst, musst du immer den Notfallcheck machen. Das heißt, dein System muss in der Lage sein, das Wasser, was oben dann runterläuft, beim Stromausfall unten aufzufangen. Man kann das zwar auch mit so Rückschlagventilen und so machen, aber die habe ich bei mir im Laden auch. Und wenn die halt irgendwann veralgen, verkalken, was auch immer, dann, du hast Stromausfall, dann gehen halt diese Rückschlagventile nicht mehr zurück. Du hast da halt so eine Art Stopfen drin. Und die Pumpe schiebt diesen Stopfen hoch und wenn der Stromausfall ist, dann kann dieser Stopfen zurückfallen und schließt dann halt einfach das Rückfallrohr in dem Sinne. Das würde nicht immer funktionieren, ist ziemlich nervig. Also achte halt drauf, dass du, wenn du einen Überlaufschacht und sowas hast, dass dein Unterbecken muss halt das auffangen können, was von oben dann runterläuft bei Stromausfall. Ansonsten muss ich es dir mal aufzeichnen, wenn du es nicht verstanden hast. Es gab aber, glaube ich, auch so mal technische Zeichnungen im Internet von dem Discover. Aber normalerweise kann man das schon wahrscheinlich irgendwie machen, ja. Muss halt gucken, wie die Verrohrung runterkommt. Ob das gerade, ich habe jetzt keine Ahnung, wo die da gesteckt ist bei denen. Aber das Ding gab es ja auch als Meerwasserversion, weiß ich noch. Die hatten ja so ein patentiertes, angeblich geräuschloses System. Ja. Silent, extra Silent. silent. 180 Dezibel, silent. Ja, genau. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, Ja. jetzt habe ich den Wasserstand so, dass es nicht überlaufen kann. Genau. Okay. An dem Wasserstand kann ich mich nach dem Umrüsten auch orientieren, oder? Die Verrohrung geht gerade runter. Ja, das müsste man sich mal angucken. Hört sich fast an, als wenn es ein Meerwassersystem ist oder so. Müsste man schauen. Aber bestimmt, wenn man da ein bisschen findig ist, dann kann man das bestimmt umbauen. Also was man nicht braucht, sind halt so diese Kammern für eine Pumpe, wo immer der gleiche Wasserstand ist. Das kann man sich schenken. Es reicht halt eine große Kammer, wo man die Technik einbauen kann. Und diese eine Kammer muss halt immer einen gewissen Wasserstand haben. Du brauchst meistens für die Abschäumer zwischen 18 bis maximal 25 cm an Wasserstand in diesem Schacht, also in diesem Filterbecken. Und das musst du halt dazu rechnen. Also du brauchst halt diese, sag ich jetzt mal,
20 cm, 18 cm Wasserstand da unten drin für einen Abschäumer. Und wenn du dann den Stromausfall hast, dann musst du halt dieses Restwasser, was noch oben drauf kommt, das muss aufgefangen werden. Gut, nichtsdestotrotz beenden wir heute den Stream, würde ich sagen. Ja. Basic 2. Wir haben zwar, ja, aber so soll es auch sein. Also wir haben Basic gehabt, wir haben ein bisschen fortgeschritten gehabt, wir sind ein bisschen hin und her geeiert. Aber ich denke, das macht das Ganze auch aus und einen festen Fahrplan haben wir irgendwie nie. Also ich habe den Stream nicht vorbereitet. Ich habe einfach gesagt, wir schalten an und gucken, was auf uns zukommt. Aber so vom Format her fand ich es jetzt doch ganz angenehm. Ich hoffe, dem Chat hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, empfehlt uns weiter. Wie gesagt, dieses Format wird auf jeden Fall weitergeführt auf diese Art und Weise. Nächsten Mittwoch, gleicher Zeit, gleicher Ort, oder wie? Nächsten Mittwoch werde ich nicht können, weil ich nächsten Mittwoch schon nach, ist es schon nächster Mittwoch, glaube ich, ne? Wo ich dann nach Uslar komme. Ja. Das heißt, wir werden diese Woche dann aussetzen und dann habe ich ein bisschen Urlaub. Ja. Vielleicht dann zwischendurch mal, wir werden mal gucken, wie sich das Ja. Ganze so ergibt. Aber wenn du Bock hast, können wir gerne Teil 3 machen, wenn du dabei sein Auf möchtest. jeden Fall, auf jeden Fall. War sehr witzig. Ja, ne, hat Spaß Und dann müssen gemacht. wir auf jeden Fall mal das Aquarium weiterspielen. Ja. Mada hatte das ja da Ja, ich habe das auch vorhin angesprochen gelesen, noch gehabt. nicht geantwortet, ja. Genau, das Süßwasser-Aquarium vom letzten Jahr lebt nicht mehr. Also wir wissen nicht, ob es noch lebt. Theoretisch ja, weil es ist ja nur gespeichert. Ja, genau. Aber es war ja sehr kritisch zu dem Zeitpunkt schon. Vielleicht fangen wir einfach mal neu an und Ja, bauen es zusammen auf. machen wir ein neues. Genau, also Fakt ist auf jeden Fall, mittwochs werden wir eigentlich, also werden wir auf jeden Fall weiter, also jeden Mittwochabend ist so mein Plan, dass wir da auf jeden Fall einen Themenstream machen. Das soll so bestehen. Alles andere kommt dann halt oben drauf, wie heute Inboxing haben wir gemacht. Es kann sein, dass ich Freitag, es kommt mal darauf an, was im Geschäft los ist, nochmal ein Unboxing mache. Wir bekommen Fische und solche Sachen. Ja, lasst euch da einfach überraschen. Aber Themenstream soll es auf jeden Fall weiterhin zu regelmäßigen Zeitpunkten geben. Und da nochmal für euch alle, das machen wir 100% hier. Das werden wir alles rüberziehen. Und ich hoffe, ihr empfehlt das weiter. Meinetwegen auch ausnahmsweise mal in den Gruppen bei Facebook oder so. Es würde uns sehr freuen, dass unsere Community wächst. Und für die, die heute neu waren, vielen, vielen Dank, dass ihr euch getraut habt, hier zu Twitch zu kommen. Weil für manche ist das tatsächlich erstmal eine Herausforderung, weil sie es nicht alles verstehen und so. Das ging mir am Anfang aber auch so. Und heute sage ich immer wieder, dass Twitch mir echt am meisten Spaß macht. Auch im Gegensatz zu YouTube oder so ist es hier echt eine tolle Sache. In diesem Sinne, Chris, mein Lieber, der hat dem Björn ein Stufe 1 Abo geschenkt. Vielen lieben Dank. Der Chris hat schon 22 Abos an die Community verschenkt. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Achtet bitte immer auf die Werbung, die ich so fahre auf Facebook und den anderen Kanälen. Da versucht es immer so ein bisschen schon anzuzeigen. Das machen wir auch. Auf YouTube haue ich das raus. Ja, freue mich, dass du kommst Samstag rum. Gerne. Ich bin Samstag alleine, also bitte ein bisschen Geduld mitbringen. Ich kann nicht abschätzen, was los ist, aber Grit braucht mal frei und ich werde Samstag alleine da sein. Also ein bisschen Geduld mitbringen. Wenn nicht, gibt es einen Kaffee auf jeden Fall. In diesem Sinne, auch an dich, Lumi, vielen Dank, Gerne. dass du das mitgemacht hast, obwohl du noch War ja krank bist, so, witzig. aber geht. Ja, Du hast geht. heute eine. Reicht Reicht, jetzt, ne? aber Ja, ja, deswegen haben wir ja reicht gesagt, jetzt. wir sprechen so ein bisschen ab, wie lange wir das machen. Ihr kommt morgen, Susanne, alles klar, wir sind da, freuen uns. Und ja, vielen lieben Dank, wie gesagt, empfehlt uns weiter. Danke an alle Abos. Bits gab es, glaube ich, nicht, oder? Gab es Bits? Ich habe es nicht gesehen, Nee, aber nee. Abos gab es heute. Vielen lieben Dank dafür, damit supportet ihr uns. Und auch den Lumi natürlich. Und bleibt uns gewogen. Bis bald, ihr Lieben. Genau, alles klar, Tschüss, macht's tschüss. gut. Bis dann, Ciao. ciao. So, Stream ist beendet, glaube ich. Kannst Stream ja mal ist gucken. beendet, genau. Stream ist beendet. Aufnahme kannst du auch noch ausmachen.